Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Positionen Politik verstehen. Das Thema der heutigen Sendung heißt KOTAU oder K.O., wie autark, also selbstständig ist Europa. Und die Gäste, die wir dazu begrüßen können hier an diesem Tisch, da fange ich mal auf der Seite an, da haben wir Ulrich Gellermann, ein Dokumentarfilmer. Über Jahrzehnte hat er Dokumentarfilme gedreht, aber seit 2005 betreibt er den sehr bissigen Politblog Rationalgalerie. Herr Gellermann, ich grüße Sie. Guten Tag. Ihr seid ein Mann, den man kennt, wenn man KenFM regelmäßig einschaltet. Rainer Rupp, eigentlich Ökonom, abgeschlossen mit einer Eins, der in der NATO jahrelang gearbeitet hat, aber parallel auch für den Warschauer Pakt spioniert, der gesiebte Luft deswegen geatmet hat. Trotzdem begrüße ich ihn hier auf freiem Fuß in Berlin. Herr Rupp, ich grüße Sie. Schön, dass Sie hier sind. Ja. Und Wolfgang Bittner, ein Mann, der viele Jahre auch als Kinderbuchautor gearbeitet hat, freier Autor ist und der ein Sachbuch vorgelegt hat, das wir auch schon besprochen haben. Auch dazu wird es ein Interview geben, nämlich die Eroberung Europas durch die USA. Auch Herr Bittner an Sie, schön, dass Sie hier sind. Ja, KOTAU oder K.O., wie autark ist Europa? Herr Rupp, wir fangen bei Ihnen mal an. Ich glaube, was man gleich zum Anfang sagen kann, Europa befindet sich in einer Krise. Und so wie das aussieht, wissen wir eben nicht, wohin es geht. Es kann sich positiv entwickeln, wir können uns die zusammenraufen oder aber der ganze Laden kann auseinanderfliegen. Und im Vorgespräch haben Sie gesagt, Europa ist für Sie, also was wir gedacht haben, am Ende. Sie möchten eigentlich auch wieder, dass wir zur Regionalwährung zurückkehren. Diese Art von Europa ist gescheitert. Zitiere ich das richtig? Ja. Ja, absolut. Und es geht nicht nur darum, dass die wunderbaren Vorstellungen von Europa, die ja praktisch uns alle, die das miterlebt haben, beflügelt haben, wachsender Wohlstand, Europa ohne Grenzen, Arbeitsplätze, wir sind alle, Freundschaft, wie heißt es so schön, Friede, Freundschaft, Eierkuchen und wohin man geht. Und es gibt keine unterschiedlichen Interessen mehr, wir sitzen alle in einem Boot und ja, das ging so lange gut, wie es halt eben gut gegangen ist und jetzt geht es nicht mehr gut. Das schöne Wetter ist vorbei, die Stürme sind gekommen und damit hat sich auch das, was, und ich gehörte eben zu denen von Anfang an, Skeptiker des Euro immer gesagt haben, es ist eine Gutwetterwährung. In dem Moment, wo es Krisen gibt, werden sich die ganzen strukturellen Probleme dieses Gebildes zeigen. Und es ist unhaltbar geworden. Aber nicht nur dieser, wegen dieses rein finanz- und währungspolitischen Aspektes ist Europa unhaltbar geworden. Europa, das demokratische Europa, diese Vorstellung, dass wir alle uns verwirklichen können, die mussten wir ja auch abschreiben. Beste Beispiel dazu ist Griechenland und Griechenland ist ja nur der Anfang. Portugal als nächstes werden die Iren, die Spanier etc. dran sein. Heute ist die Zukunft Europas eine Zukunft der Austerität, der hohen Arbeitslosigkeit, insbesondere der hohen Jugendarbeitslosigkeit. Das heißt also, die Zukunft dieses Europas ist ein Europa einer verlorenen Generation. Wir haben junge Akademiker, die in den vielen europäischen Ländern, die seit 7, 8 Jahren keinen Job haben, die wieder bei Mama und Papa leben, weil sie sonst keine Unterkunft finden können, geschweige denn daran denken können, eine Familie zu gründen. Und was mit den jungen Akademikern passiert, ich erwähne die, weil die ja nun am besten ausgebildet sind. Andere, die weniger gut ausgebildet sind, die haben noch größere Probleme. Also dieses Europa, hier kommt noch natürlich die offene Arme-Politik Merkels hinzu und das Diktat
das von der europäischen Führungsmacht Europas ausgeht, was man versucht, den anderen zu diktieren, was richtig für sie ist. All das geht in eine Richtung, wo mehr und mehr Menschen sagen, nein, danke, das Europa wollen wir nicht. Und ich bin nicht böse darum, denn dieses Europa will ich auch nicht. Herr Rupp, wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie zum Nationalstaat zurück, zu der regionalen Währung? Also der Euro soll weg, wir die D-Mark wieder einführen, also, den Franc wieder einführen. Wenn ich da etwas zu sagen hätte, würde ich das von lieber heute als morgen einführen. Denn eins müssen wir sehen. Ich gehe davon aus, und ich weiß nicht, wie viele der Zuschauer das teilen, dass in Europa, in diesem Europa, der Aspekt der sozialen Gerechtigkeit immer weiter hinten angestellt worden ist. Also die Lücke zwischen Reich und Arm ist immer größer geworden und die Auswüchse der Armut sind immer unerträglicher geworden. Also wenn wir, ich würde sagen, in einem Gemeinwesen wieder eine Sozialpolitik verfolgen wollen, die auch das Wort Sozialpolitik wert ist, dann können wir das nicht in dem Europa, in dem Brüsseler Europa, das wir jetzt haben, in dem die großen Konzerne und ihre 6.000 oder 8.000 Lobbyisten, die dort registriert sind, die Politik machen. In dem Europa können wir das nicht verwirklichen, sondern das wird jede sozialpolitische Initiative von vornherein blockiert, sondern wir müssen das in einem Gemeinwesen machen, in dem wir die Menschen, die dort leben, bestimmen, wie wir unsere Sozialpolitik, wie die aussehen soll. Und das geht aber nicht mit offenen Grenzen, das geht auch nicht mit einer gemeinsamen Währung. Sonst haben wir dasselbe Problem wieder. Kommt jeder da und möchte natürlich dort die besseren Vorteile haben, die Vorteile haben in einem Land, die sich das einzelne Sozialwesen gerade bereitgestellt hat für mit den Steuereinnahmen aus seinem Gemeinwesen. Aber würden Sie sagen, also die Krise, die wir im Moment in Europa haben, das ist also hausgemacht? Die ist weitgehend hausgemacht. Man kann natürlich die europäische Entwicklung nicht total von der globalen ökonomischen Entwicklung abgrenzen, beziehungsweise von den Nebeneffekten der amerikanischen, der von den USA ausgehenden Finanzkrise, in die wir nicht wie Unschuldige, also wir Europäer, nicht wie Unschuldige, sollte sagen nicht wir, wie die europäischen Banken und Finanzbranche nicht wie Unschuldige reingetappt sind. Die haben genauso spekuliert wie die Amerikaner. Nur die Amerikaner haben denen diese Taubenpapiere verkauft, ohne dass diese richtig prüfen. Aber also diese Auswirkungen sind schon da, aber wir haben eine Struktur gebaut mit dem Euro und mit der Europäischen Union. Man darf ja nicht vergleichen, was wir vorher hatten, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, sondern mit der Europäischen Union wurde ja ein Gebilde geschlossen, das auch politisch weitgehend, wo ein undemokratischer Wasserkopf in Brüssel entscheidet darüber, was in anderen Ländern passieren soll. Also Bevormundung. Bevormundung, absolute Bevormundung. Und dass dort Entscheidungen getroffen werden, die zum Beispiel in der Geldpolitik absolut im Gegensatz zu dem stehen, was zum Beispiel in Italien oder Spanien oder sonst was nötig wäre oder umgekehrt, was dort das Richtige wäre, ist zum Beispiel in Deutschland nicht das Richtige. Und diese Dinge sind alle hausgemacht durch diese Struktur, die man aus der Überzeugung, ein gemeinsames Europa bauen zu können, in dem dann unsere Politiker und unsere Eliten auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten verhandeln können. Das war spielte immer bei diesen Diskussionen eine Rolle. Nicht nur eine Rolle, die Schlüsselrolle, weshalb die Europa auch eine politische Union werden müsste. Nicht damit die Leute problemlos über die Grenzen ihre Urlauben machen können und ihr Geld nicht wechseln können. Hat mich nie gestört. Ich bin viel gereist. Hat mich nie gestört, Geld wechseln zu müssen. Sondern es ging darum,
hier ein gemeinsames Europa zu haben, in dem unsere Eliten mit den Amerikanern auf gleiche Augenhöhe die Welt aufteilen können und sich die entsprechenden viele Stückchen nicht mehr nur allein den Amerikanern überlassen müssen. Herr Rupp, trotzdem im Vorgespräch haben Sie gesagt, dieses Europa, was wir, also der Plan dieses gemeinsamen Europas war ja auch eine amerikanische Idee. Wir erinnern uns alle an den Ausspruch von Henry Kissinger, Europa, wieso, die haben ja keine Telefonnummer, das war dem immer zu mühsam, in jedem Land anzurufen. Das hat sich im Moment ein bisschen geändert. Aber ich fasse mal zusammen, also dieses Europa ist gescheitert, fliegt auseinander, ist eine Frage der Zeit. Und Sie haben kein Problem damit, dass wir zu einem anderen Europa zurückkehren, aber die Probleme sind hausgemacht. Herr Bittner, Sie sehen das ja völlig anders. Ich zitiere Ihr Buch hier, die Eroberung Europas durch die USA. Das Wort Eroberung ist ja wenig friedlich. Sie sehen es anders. Ich glaube nicht, dass die Europäische Union am Ende ist und dass das alles zurückgebaut werden kann. Ich denke, wir haben, das ist sicherlich eine Schlechtwetterlage, aber wir haben auch das Pech gehabt, und vielleicht ist das auch gesteuert, dass wir zum Beispiel in Frankreich, dem nächsten Partner Deutschlands, Sarkozy an der Regierung hatten und dann jetzt Hollande. Das war kein Glück für Europa. Ich kann mich erinnern, dass der Kandidat für das französische Präsidentenamt, Strauss-Kahn, über eine Schmuddelaffäre gestürzt wurde. Eine Inszenierung, wahrscheinlich des CIA. Er wurde diffamiert, ginge zu in Schmuddelsex mit irgendwelchen Vorwürfen belastet. Er war ja Weltbankpräsident. Er wollte zum Beispiel, das habe ich jedenfalls gelesen, am Tag, nachdem er aus dem Flugzeug geholt wurde, auf der Weltfinanzkonferenz, den Dollar als Leitwährung in Frage stellen. Mhm. Und zusammen mit Gaddafi eine afrikanische Bank gründen. Gaddafi hat ja Geld. Und einen gesamtafrikanischen Dinar einführen. Da standen die Franzosen natürlich Kopf. In 14 afrikanischen Ländern gibt es den CFA, den französisch-afrikanischen Franc. Und die Amerikaner natürlich sowieso. Also wenn zum Beispiel der Dollar als Weltleitwährung nicht mehr da wäre, wären die USA bankrott. Aber da hat Herr Kahn ja noch Glück gehabt, weil der lebt ja noch. Herr Gaddafi lebt ja nicht mehr. Wer lebt nicht mehr? Gaddafi. Gaddafi, ja. Also man macht ja alle Leute, die anderer Meinung sind, einen Kopf kürzer. Ich erinnere nur an den Hoffnungsträger Lumumba in Afrika oder Olof Palme, angeblich von einem Einzeltäter ermordet, ganz zu schweigen von Salvador Allende oder Yitzhak Rabin, nicht? Der schon dabei war, mit Palästina Frieden zu schließen. Also es findet meines Erachtens auch eine sehr starke Steuerung statt aus den USA. Und wenn wir uns das genauer ansehen, der US-Vizepräsident Joe Biden hat ja im Herbst 2014 in Cambridge, Massachusetts, an der Harvard Kennedy School eine Rede gehalten, in der er gesagt hat, dass der amerikanische Präsident Barack Obama die europäischen Politiker habe dazu nötigen müssen, an den Wirtschaftssanktionen gegen Russland teilzunehmen, und zwar gegen ihre eigenen Interessen. Das sagt der Mann öffentlich. Und dass die USA darauf aus war, also Russland zu ruinieren, kann man seiner Rede entnehmen. Rubel auf einem Tiefstand, die russische Wirtschaft an der Kippe zu einer Rezession, das bilaterale Handelsvolumen der USA mit Russland ist übrigens gestiegen. Unseres ist um mehr als ein Drittel eingebrochen.
Also die Firmen der USA machen weiterhin ihren Handel mit Russland. Würden Sie sagen, dass die Krise, die wir im Moment in Europa haben, dass die zwar auch hausgemacht ist, aber dass die wesentliche angeschoben wird von den Vereinigten Staaten? Ja, ich sehe das so. Nehmen Sie doch auch mal die Aussagen von Zbigniew Brzezinski, einem Politikwissenschaftler und sehr einflussreichen Regierungsberater, hat in den letzten Jahrzehnten alle amerikanischen Präsidenten beraten. Und er hat schon 1997 in seinem Buch Die einzige Weltmacht, gibt es wieder zu kaufen, ja, die geopolitische Strategie der USA nach dem Untergang der Sowjetunion beschrieben. Und er sieht Eurasien, also Westeuropa einschließlich Russland, als ein Schachbrett, auf dem sich der Kampf, er schreibt demnächst, abspielen würde, um die Vorherrschaft in der Welt, die globale Vorherrschaft. Und die Amerikaner, die USA, erheben ja den Anspruch einer globalen Vorherrschaft. Das hat Brzezinski schon 1997 deutlich gemacht. Und dass die USA darauf aus sein müssen, eine dominierende Macht auf dem eurasischen Kontinent zu verhindern. Mhm. Wenn man dann zum Beispiel den Hardliner George Friedman, seinerzeit Direktor des US-Thinktanks Stratfor, hört, Ziel der US-Politik sei seit einem Jahrhundert, sagt er sogar, gewesen, ein Bündnis zwischen Deutschland und Russland zu verhindern. Denn wenn sich deutsches Kapital und deutsche Technologie mit russischen Rohstoffressourcen und russischer Arbeitskraft verbinden, dann hätten die USA sowohl wirtschaftlich als auch militärisch einen gefährlichen Gegner. Herr Bittner, ich darf Sie kurz unterbrechen. Wenn ich das richtig verstehe, dann das, was wir an Spannung oder an Zerwürfnissen in Europa im Moment erleben, das ist im amerikanischen Interesse. Aber es begann ja dann nicht mit der Ukraine, sondern muss ja eigentlich dann schon zurück zu Jugoslawien gehen, wo man eigentlich das, was man im Zweiten Weltkrieg versäumt hat, weitergemacht hat. Aber ein Europa, was auseinanderfällt, was also komplett auseinanderfliegt, das ist ja unberechenbar. Das kann ja auch nicht im amerikanischen Interesse sein. Schaukeln sich hier Dinge möglicherweise auf, die so in Washington nicht geplant waren? Also ein prosperierendes, friedliches Europa scheint nach meiner Einschätzung nicht im Interesse der US-Regierung zu liegen. Nun bin ich kein Politiker, also ich schreibe nicht nur Kinderbücher, sondern auch Romane, Erwachsenenliteratur seit 1974 bereits und habe mich mit dieser Thematik eigentlich erst seit Anfang 2014 intensiver beschäftigt, als ich merkte, dass insbesondere die Berichterstattung über die Ukraine fehlerhaft ist und dass in dieser Hinsicht die Bevölkerung indoktriniert wird. Mhm. Also nicht nur in dieser Hinsicht. Ich stelle das immer wieder fest, auch bei Vorträgen, die ich halte oder Lesungen aus meinen Büchern, dass die deutsche Bevölkerung zu einem großen Teil durch diese Medienberichterstattung völlig indoktriniert ist. Ne? Ich kann hinzufügen, Sie waren da zwischen 96 und 98 im WDR-Rundfunkrat. War das immer schon so, dass manipuliert wurde und Sie haben es erst viel später gemerkt? Nein, das war erheblich besser. Das hat sich erst in den letzten 3, 4, 5 Jahren zugespitzt. Und ich merke, dass ich bestimmte Sendungen, Tagesschau oder Heute-Journal mit Klaus Kleber oder den Thomas Roth, dass ich diese Leute nicht mehr sehen mag. Nicht? Ich schalte meistens ab. Also da wird etwas geboten, was mit journalistischer Arbeit eigentlich nichts mehr zu tun hat. Herr Gellermann, Sie sind Journalist und betreiben seit 2005 eben diesen doch recht bissigen Blog Rationalgalerie. Welche Rolle spielt Angela Merkel? Ist es eigentlich eine europäische oder eine deutsche Politikerin? Ich glaube, dass sie beides ist. Wir müssen mal vorwegschicken, dass die Europäische Union eine Gelddruckmaschine ist. Für eine kleine Schicht, für die Banken, für die Großindustrie. Aber es wird Unmengen verdient. Bei dem Rest ist es unterschiedlich, meist eher weniger.
Und auf diesem Ticket fährt Frau Merkel im Gefolge von Kohl und von anderen wichtigen Politikern dieses Landes. Und sie macht das im Wesentlichen im Interesse dieser Sachwalter auch ganz ordentlich. Mhm. Also nicht in meinem Interesse, versteht sich. Und wahrscheinlich auch nicht im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung, obwohl das viele glauben. Aber das ist sie schon. Sie ist eine Europäerin, sie ist eine Deutsche. Sie versucht auch die Sonderinteressen, die Teile der EU und der Deutschen haben, auch gegenüber den USA auszuspielen. Aber wir müssen bitte erinnern, die EU ist nicht nur ein großes, wunderbares, gewinnorientiertes Unternehmen für Banken und Großindustrielle. Sie sagen wirklich, Europa ist ein Unternehmen. Die Europäische Union. Ja, ja. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Weil Europa ist ja, wie wir alle wissen, ein bisschen weiter. Ne, die Europäische Union ist ein großes Unternehmen, dem heftig verdient wird. Und dafür ist sie auch da. Sie ist übrigens ursprünglich auch mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft genau mit dieser Intention gegründet worden. Mhm. Ne? Daher kommt sie. Sie kommt aus einer Wirtschaftsgemeinschaft, die sozusagen die Profitinteressen großer Betriebe sichern soll. Und das tut sie bis heute und das tut sie auch ziemlich ordentlich. Dazu, das gilt auch für den Euro und das gilt erst recht für die EZB. Das also funktioniert tadellos. Wenn das deutsch und europäisch ist, dann funktioniert Frau Merkel ganz ausgezeichnet. Mhm. Reden wir über die Interessen der kleineren Leute, ist es anders, aber ich glaube, das ist ja nicht der Einstieg ins Thema. Der Einstieg ist, ja, das macht sie ordentlich als Sachwalterin dieser Gruppen, die ich genannt habe. Und man muss etwas Zweites sagen. Es gibt, wenn man mal sich anschaut, wie die EU erweitert worden ist nach Osten hin, wird man immer wieder auch zeitgleich nahezu feststellen, dass sich die NATO nach Osten erweitert hat. Mhm. Also wir haben hier ein Doppelinstrument. Mhm. Die Reintegration ehemals sozialistischer Länder in ein kapitalistisches System, also die Europäische Union. Ja. Und zugleich die Reintegration, nein, sagen wir mal Integration früherer Warschauer Paktländer in ein neues Militärbündnis. Hat sich das ergeben oder war das von langer Hand geplant? Ich halte das für absolut Hand in Hand gehend. Ja, ja. So stellt es sich auf alle Fälle dar. Das kann auch jeder selber beobachten. Und das macht natürlich auch Sinn. Zwar nicht im ursprünglichen Sinne der NATO, die ein Verteidigungsbündnis eben gegen den Warschauer Pakt gewesen ist. Den gibt es aber gar nicht mehr. Also die NATO wäre von ihrer Gründungsurkunde eigentlich völlig überflüssig. Mhm. Aber sie weitet sich aus. Sie geht immer näher an die Grenzen der ehemaligen Sowjetunion über sie hinaus und an die Grenzen Russlands. Und dieses Hand in Hand gehen weist auf eins hin. Bei allem Sonderinteresse, deutschen oder europäischen Sonderinteresse, da stimme ich Herrn Rupp nicht so ganz zu. Die Europäische Union ist im Zweifelsfall durchaus ein Instrument der USA. Mhm. Herr Gellermann, also ich möchte mal hier den Kollegen Pispers zitieren. Der hat gesagt, die große Leistung von Angela Merkel besteht darin, dass die Bevölkerung Angela Merkel und die Regierung nicht zusammenbringen. Also die große Leistung von Angela Merkel besteht meiner Auffassung darin, dass sie eine der begnadetsten Schauspielerinnen ist, die ich kenne. Ja. Wer es also schafft, große, bedeutende Physikerin in der DDR noch, kurz vor dem Staatspreis, sich in der Rolle der Bundeskanzlerin als schwäbische Hausfrau zu verkaufen, der verdient jeden Preis. Sie versteckt sozusagen ihre Intelligenz, sie versteckt ihre Herkunft, sie versteckt all ihr Wissen und tut so, als ob sie so wäre wie du und ich. Ja. Das ist für mich ihre größte Leistung, deshalb wird sie auch gewählt. Mhm. Weil viele Leute sagen, ach, die ist ja wie ich. Ja. Fast so nett wie ich selber. Ja. Sie ist manchmal auch sehr naiv. Ich erinnere mich an Fernsehbilder, wo sie von Barack Obama Bitte? Mit der Banane. Nein, wo sie einen Orden bekam in den USA. Und sie strahlt über das ganze Gesicht wie ein kleines Mädchen. Aber ich halte es für blendend gespielt. Diese Frau kann nicht naiv sein, nicht mit der Vergangenheit. Sie ist nicht naiv. Sie ist brillant. Ich bewundere sie übrigens. Ich kann sie nicht ausstellen. Mhm. Aber ich bewundere sie. Ich halte sie für hochklug, für raffiniert. Und sie spielt uns allen etwas vor. Und das macht sie gut, finde ich. Aber sie sagt doch gar nicht viel zur Politik. Sie lässt doch immer andere sprechen. Sie hält sich doch immer zurück und wartet, sitzt das aus. Aber ich bitte um Nachsicht. Also wer mit Lismon, die Repräsentantin von Bertelsmann, und Friede Springer, die Repräsentantin des Springer-Konzerns, Bild-Zeitung etc. etc. Ja, komm, ist so ein wesentlicher Punkt. Ständig in einem gemeinsamen Kaffeekränzchen sitzt. Der weiß, wie die Apparate funktionieren. Der weiß auf der einen Seite präzise, wie die Umfragen gerade laufen.
Auf der anderen Seite weiß er auch, wie er Umfragen beeinflussen kann. Man darf doch diesen drei Damen, die letztlich zumindest Deutschland regieren, denen darf man doch nicht absprechen, dass sie brillant und intelligent sind, dass sie naiv wären. Von den dreien ist nicht eine naiv und ich glaube, die Angela Merkel ist die am wenigsten naive. Wir fallen, und ich sage wir, meine ich natürlich keinen der Anwesenden, erst recht nicht am Tisch, aber viele Wähler fallen auf sie rein. Das also, dass sich Angela Merkel mit Frau Mohn und also Bertelsmann und Springer einig ist und mit denen verbündet, ist doch klar. Also, wer die Medien beherrscht, beherrscht die Politik und damit die Welt. Ja. Also, das muss man wirklich mal deutlich sagen. Und da kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt, was sich hier in Europa und auch in Deutschland abspielt. Dass führende Politiker, aber auch Anchorjournalisten von den großen Zeitungen, von Fernsehen und Rundfunk, diesen Thinktanks und Netzwerken angehören, die zum Teil vom CIA gesteuert werden oder vom Außenministerium der USA oder von großen Konzernen. Und da wird die Politik gemacht, nicht? Also Ken Jebsen fragte im Vorgespräch, wie autark, den Begriff benutze ich nicht so gern, also wie selbstständig ist Europa, und auf Deutschland würde ich sagen, eingeschränkte Selbstständigkeit, eingeschränkte Souveränität, denn die Außenpolitik wird weitgehend in Washington gemacht und die Innenpolitik wird beeinflusst. Zum Teil durch diese Verknüpfungen, die ich eben beschrieben habe. Darf ich da intervenieren? Ich glaube, ich habe da eine andere Herangehensweise. Wir müssen nämlich das vor dem Hintergrund der sogenannten von Bush Senior 1990, 91 in die aus der Taufe gehobenen neuen Weltordnung sehen. Mhm. Über diese neue Weltordnung wurde viel geredet, aber wenige Leute wissen, worum es da geht. Und ich glaube, es ist der Grundstein für das Verständnis, auch für das Verhältnis zwischen Europa und den USA und auch für das Verhältnis innerhalb Europas der Staaten zueinander. Und es geht darum, es ging bei diesem neuen Weltordnung darum, eine globale Ordnung, so das ist die Definition der USA, eine globale Ordnung zwischen Völkern und Staaten auf der Basis gemeinsamer Werte und der ökonomischen und politischen Interessen der internationalen Eliten herzustellen. Und das ist der Schlüsselpunkt. Die gemeinsamen Werte können wir mal beiseite lassen. Eine Basis zu schaffen, auf der die ökonomischen und politischen Interessen der internationalen Eliten befriedigt werden. Das heißt also nicht mehr, dass nationale Eliten nationale Interessen haben, die im Widerspruch zu anderen nationalen Eliteinteressen stehen. Also die interne Konkurrenz soll abgeschafft werden? Diese interne Konkurrenz. Und das war in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder der Reibungspunkt, aus dem auch viele Kriege und Krisen und sonst was entstanden sind. Wenn es gelingt, die Eliten auf eine Ebene zu bringen, dann funktioniert es. Nur in den vergangenen Jahrzehnten war es meistens die normale herstellende Industrie, in der die Eliten hauptsächlich noch angesiedelt waren. Und die waren hauptsächlich auch noch national orientiert. Und hier kommt ein anderer Aspekt hinein. Ich darf noch mal zitieren. Also diese Weiterentwicklung, um das zu schaffen, dabei geht es darum, also Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Verflechtungen mittels Schleifung der nationalen Schranken für Wirtschaft und Finanzen, also
mit der Hilfe der Globalisierung, so sollte das geschehen. Ist Globalisierung ein anderes Wort für Imperialismus dann? Ja, das ist, würde das nicht auf das, dieselbe Stufe stellen. Würde TTIP vielleicht helfen, dass... Ja, genau. Und das Prinzip der nationalen Souveränität sollte dabei, wurde praktisch nur noch als veralteter und immer noch beliebter Fetischismus dargestellt. Also ja? Folklore. Ja, genau. Das ist der Punkt dabei. Und wenn man es schafft, das herzustellen, und das übrigens, wenn du mir noch erlaubst, 2 Minuten. Nee? Gut, werde ich es in einer Minute schaffen. Es geht nämlich darum, dass die schon erwähnte Stratfor vor einigen Jahren zusammengefasst hat, den Erfolg dieser Ideologie der neuen Weltordnung zusammengefasst hat. Und zwar folgendermaßen, die grundlegenden politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Nationen, das heißt zwischen den Eliten der Nationen, sind verschwunden. Das war 2008 geschrieben. Sind verschwunden. Statt ideologischer Streitigkeiten waren alle Eliten der großen Nationen sich nun bezüglich der fundamentalen Prinzipien, also Marktwirtschaft und bürgerliche Demokratie, Förderung der globalisierten Finanzwirtschaft und Märkte einig. Wer sind denn diese Eliten? Ja, das sind mal, doch nicht nur die Politiker. Nein, die Eliten in Wirtschaft und Politik. Demnach stimmten alle vernünftigen Menschen, so steht es da, egal in welchem Land, darin überein, dass Wirtschaftswachstum, Wohlstand und alle anderen Interessen übertreffen, ihr Wirtschaftswachstum und ihr Wohlstand. Daher war es wichtig, die internationale Stabilität, die diesen Wohlstand ermöglichen, auf jeden Fall zu erhalten. Und deshalb mussten Randprobleme wie Jugoslawien etc. mussten erledigt werden. Da hatte keiner mehr ein besonderes Interesse dran. Das überließ man den USA als Führungsmacht und alles andere lief wunderschön weiter. Bis dann jetzt eine Situation gekommen ist, in der hier die Interessen der Finanzeliten und der politischen Eliten jetzt anfangen, nicht mehr übereinzustimmen. Und das ist das Problem, in dem wir im Moment sind. Reden wir über den Ukraine-Krieg. Wir sollten über ihn reden, weil da taucht genau beides auf. Das Bestreben der USA, dieses Land über einen Regime-Change in die Finger zu kriegen, möglichst auf Dauer in die NATO zu integrieren, auf der einen Seite. Russland zu schwächen, auch auf dieser Seite. Auf der anderen Seite aber das Bestreben, vor allem der deutschen Industrie, sich den russischen Markt zu erhalten. Aber obsiegt haben nicht die Interessen der deutschen Industrie, obsiegt haben die Interessen der USA, die diese Sanktionen, die auch uns teuer zu stehen gekommen sind, diese Sanktionen durchgesetzt hat, sie bis heute durchsetzt unter interessanten Vorwänden. Von daher bleibt meine These, die Europäische Union ist mit Brechungen, mit kleinen Widerständen im Wesentlichen der verlängerte Arm der USA. Herr Gellermann, ich möchte eine andere Theorie mal auf den Tisch bringen. Und zwar, ich habe irgendwo gelesen, was ich auch sehr interessant fand, das war gar nicht der Plan der Vereinigten Staaten, die Ukraine irgendwie in die NATO zu bringen. Man wusste, dass das nicht gelingen wollte. Man wollte eben nur zwischen Russland und dem Rest Europa mit der Ukraine einen Zankapfel schaffen, der Europa intern so stark beschäftigt, dass man ganz andere Dinge durchwinken kann. Was halten Sie denn davon? Na, mit Verlaub gar nichts. Also, niemand ist abgelenkt worden durch diesen sogenannten Zankapfel. Die USA haben ein langlaufendes Programm, zu dem ja auch gehört, Georgien in die NATO zu kriegen. Es sind nur NATO-Truppen übrigens da. Zu dem gehört, Moldawien in die NATO zu kriegen. Also Russland weiter einzukreisen. Das ist ein wichtiger Konkurrent, eine große Rohstoffbasis für die ganze Welt. Und da ist man schon interessiert, Profit, diese Ecke sich unter den Nagel zu reißen. Und die Europäische Union spielt dort eigentlich nur die Rolle entweder des sanften Bremsers oder aber des aktiven Vorbereiters. Der versucht, die
Ukraine in die Europäische Union zu integrieren, bei absoluter Nichtberücksichtigung, dass die Hauptabsatzmärkte der Ukraine in Russland lagen, bei absoluter Nichtberücksichtigung, dass es da ein sehr langes, traditionelles Wirtschaftswachstum untereinander gab, einen Austausch gab, ist ja der typische Versuch, genau das zu tun, was den USA genutzt hätte. Mhm. Man muss aber auch jetzt mal sagen, es waren ja nicht nur die USA, die versucht haben, in der Ukraine ihre Menschen in die Regierung zu bringen, Angela Merkel, die deutsche Regierung hat das ja auch getan. Ich sage nur Klitschko. Oder das Assoziierungsabkommen. Genau, also die Deutschen haben ja auch ein eigenes Interesse Janukowitsch. Und sind ja auch ganz stark dabei. Ja, also wenn man immer auf die Vereinigten Staaten, die natürlich sehr aktiv sind und sagen, einen Blick mal, das ist doch dann eher das auch ein immer deutscher werdendes Europa, die ökonomisch sehr stark bestimmen. Ist das den Menschen in Deutschland eigentlich klar, dass Angela Merkel und die Regierung hier ganz massiv auch versucht haben, sich zu beteiligen am Regime-Change? Naja, wenn es ihnen klar wäre, wüssten sie, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die sehr lange an Herrn Klitschko gearbeitet hat, ihn unterstützt hat, ihn gecoacht hat, ist gescheitert. Ja, könnte sagen, ja, war ein interessanter Versuch, war aber nichts. Aber das ist ein Teilchen nur der Wahrheit. Den eigentlichen Regime-Change hat doch nicht der Herr Klitschko vorbereitet. Der eigentliche Regime-Change wurde vorbereitet bei Soros, bei großen Stiftungen, die bestimmte Leute in der Ukraine finanziert haben. Ja, es gab deutsche Interessen, ja, es gab EU-Interessen in der Ukraine. Aber sie haben noch nicht obsiegt. Mhm. Wenn sie obsiegt hätten, wäre das jetzt ein wunderbarer Markt. Und das Geschäft mit Russland würde weitergehen. Mhm. Hat aber nicht geklappt, sondern wir stottern jetzt sozusagen die Schulden der USA ab. Ich kann zusammenfassend sagen, die Rechnung ging nicht auf. Ja, ganz sicher. Mhm. Herr Rupp, Sie haben gesagt, das ist gar nicht so besonders, sondern es war ganz oft auch bei NATO-Konferenzen so, dass die Rechnung nicht aufging. Oft ging, wenn ich Sie richtig verstanden habe im Vorgespräch, es ist eher häufiger so, dass die Rechnung eben nicht aufgeht. Manchmal geht sie auf, hier geht sie nicht auf. Das ist, glaube ich, eher normal. Das ist doch gefloppt, was die NATO davor hatte. Ja, natürlich, das ist gefloppt. Und aus der Vergangenheit gab es auch viele Dinge, die die Amerikaner versuchten, damals, als sie noch wirklich die große Führungsmacht in Europa waren, und auch der europäischen Bourgeoisie als militärische Garantie viel wert waren und die verärgerte man nicht gerne. Selbst in dieser Zeit ist es nicht den Amerikanern nicht gelungen oder oft nur unter vielen Schwierigkeiten und Abstrichen ihre Ideen durchzudrücken. Insbesondere so zum Beispiel diese Strategie der Flexible Response, die ja dann den Ersteinsatz von Nuklearwaffen vorsah, die war ursprünglich, sollte die in der NATO eingeführt werden, Ende der 60er Jahre, als sie in den USA entwickelt wurde. Es dauerte über 10, 12 Jahre, bevor die dann mit vielen Abänderungen und vielen Checks and Balances auch noch, weil in Europa viele den Amis ja eben nicht trauten, wurde das dann schließlich, also nach langer Zeit, schließlich eine NATO-Strategie, also als NATO-Dokument von allen Mitgliedern akzeptiert. Und eine ähnliche Geschichte war, als die Star Wars-Krieger mit Ronald Reagan an die Macht kamen, wollten sie ja auch wiederum eine neue Strategie den Europäern auf die Wange drücken. Und zwar die des wie hieß es nochmal? SDI? SDI war ja eine rein amerikanische Sache. Da drängten die Europäer ja rein, damit man ein bisschen von dem großen Technologieprojekt was abbekam. Aber nein, es ging darum, die Strategie eines Limited Winnable Nuclear Decapitation Angriffs auf die Sowjetunion zu einer Strategie umzuwandeln. Also indem man mit Hilfe von will jetzt nicht in die Details gehen, aber es wäre praktisch darum gegangen, mit anderen Worten, eine Strategie zu verkaufen, mit der man Hilfe der punktgenauen Nuklearwaffen der Amerikaner und mit entsprechenden Aufklärungen durch die Amerikaner die Kommando, Control und Communication Centers der Sowjetunion und der Warschauer Vertrages mit einem Schlag aushebt. Also Erstschlag und es wird keinen Rückschlag geben. Erstschlag und dann läuft, und das hat mir mal damals dieses Bild in einer Diskussion in Washington hat mir mal ein amerikanischer
Offizier, also hoher Offizier im Pentagon, sagte, damit die Rote Armee wie ein Huhn mit abgeschlagenem Kopf über den Bauernhof läuft. Das ist noch, also kann aber nicht mehr reagieren. Herr Rupp, ich muss hier kurz intervenieren. Sie haben ja noch diese Sachen sind alle auch nicht gelaufen. Also wo es wirklich ans Eingemachte ging, bei den europäischen Ländern, da braucht auch nur ein europäisches Land dabei zu sein, das sich wirklich querstellte, dann lief auch die amerikanische Durchsetzungsfähigkeit in Europa nicht. Das heißt, auch die NATO ist im Grunde eine zerstrittene Truppe. War schon immer. Weil Sie gerade von dieser Doktrin gesprochen haben, und da stehen ja auch oft Übungen dahinter. Dass wir heute hier sitzen, haben wir auch Ihnen zu verdanken. Sie haben 1983 zum Telefon gegriffen. Ich sage mal Abel Archer, für alle, die sich damit nicht auskennen, können Sie es kurz zusammenfassen. Wo haben Sie 83 gearbeitet? Warum haben Sie zum Telefon gegriffen? Warum sitzen wir noch hier? Ich habe das nie behauptet. Das sind Militärhistoriker, Amerikaner und britische Militärhistoriker beziehungsweise ehemalige Mitarbeiter der von CIA und MI6, die mittlerweile das behaupten, dass ich maßgeblich dazu beigetragen hätte, dass es nicht zu Armageddon gekommen ist, wie sie das nennen. Ich kann das selbst nicht beurteilen. Ich habe nur aus meiner damaligen limitierten Sicht das getan, was ich für notwendig und richtig hielte. Ich war unter anderem in dieser Zeit von Abel Archer, das war eine Übung der Amerikaner, also eine Militärübung der Amerikaner, in denen sie die neue Pershing 2 ins Feld führte. Also das war genau die Rakete, mit denen punktgenau dieser Enthauptungsschlag geübt wurde. Das muss man auch sehen vor dem Hintergrund von 2,5 Jahren systematischer Aufklärung der Commando Control and Communications Centers im Rahmen von provokativen Einflügen über und Verletzungen der russischen Seegrenzen, Luftgrenzen etc. Wozu? Die wussten, wo sie treffen sollten. Genau, all das wurde aufgeklärt. Und vor diesem Hintergrund, dann gab es eine ganze Reihe von anderen unglücklichen Zusammentreffen von Indikatoren, von denen die Sowjets ausgingen, dass das die Vorbereitungen sind für den nuklearen Erstschlag. Und ich war in der Zeit eben bei solchen Übungen, wie im Ernstfall war ich im Situation Center. Das Situation Center, das ist das Allerheiligste im NATO-Hauptquartier gewesen. Braucht man nochmal einen besonderen Pass, um da reinzukommen. Und in dem laufen praktisch alle Geheimdienstkanäle der Mitgliedstaaten zusammen. Die werden dort gebündelt, gesichtet, gebündelt, auf ihre Relevanz gesichtet, zusammengefasst. Und dann gehen sie an den NATO-Rat, also der dann entscheidet, was gemacht werden soll, jeweils mit dem Telefon mit den nationalen Ministerpräsidenten und Staatschefs. Und ich war in dieser Situation, hatte ich die Position des Chairman Current Intelligence Group, also ich war der Vorsitzende der laufenden nachrichtendienstlichen Gruppe, die das alles eben zusammenführen musste. Und das musste ich dann im NATO-Rat vortragen. Nun, in dieser Funktion konnte ich natürlich sehen, besser wie, würde ich sagen, alle anderen, dass trotz all dieser Anzeichen und trotz all dieser potenziellen Bedrohung hier keine echte Angriffsvorbereitung stattfand. Aber für die andere Seite sah es so aus. Und deshalb hatten da für solche Situationen hatten wir praktisch die HVA, also mein Zentrum in Ostberlin, und ich hatten praktisch so einen separaten heißen Draht eingerichtet, sodass ich also jeden Tag melden konnte, was passierte und so weiter. Und Sie waren in der NATO, waren aber parallel der höchste NATO-Spion, der jemals vom Warschauer Pakt dort installiert worden war. Sie haben mal zum Telefon gegriffen? Das war Telefon, aber wieder mit einer besonderen Vorrichtung. Und haben gesagt, das ist nur eine Übung? Ja, genau, und mit den Angaben. Was hat denn die andere Seite gedacht, was es sei? Die an
Die HVA war überzeugt davon, weil sie hatten ja ohnehin auch alle Dokumente gehabt schon im Vorfeld. Und da ich schon über sehr lange Zeit immer berichtet hatte und alles immer absolut korrekt war und gegengeprüft war, sind sie davon ausgegangen, dass es eben nicht ein Angriff werden würde. Die russische Seite hat lange gezögert und war vorbereitet. Und ich weiß, im Nachhinein weiß ich, dass zum Beispiel auf einem russischen Militärstützpunkt in der DDR die Bomber mit laufenden Motoren gestanden haben, also nuklear auch bewaffnet, um in einem, also praktisch, um sofort in der Luft zu sein, also nicht mehr am Boden zerstört werden zu können, um dann ihre taktischen Nuklearwaffen in der Bundesrepublik auf amerikanische Ziele zu werfen. Also aber das ist ja ein Spielen mit dem Feuer, muss man ja sagen. Und da haben wir ja Glück gehabt. Ja, das Ganze war immer ein Spiel mit dem Feuer. Und was jetzt im Grunde genommen in der Ukraine passiert, ist auch ein Spiel mit dem Feuer, weil solche Dinge, auch wenn man sie berechnet und wenn man glaubt, man kann sie im Zaume halten, sie können immer mal entgleiten. Ja, also ich bin überzeugt, im Moment hat keiner wirklich die Absicht, auch nicht die Amerikaner in der Ukraine, einen Krieg gegen die Russen anzuzetteln. Ja, etwas Kleines vielleicht, aber sowas kann sehr schnell entgleiten und dann haben wir und wird unberechenbar, unbeherrschbar. Das ist das Problem, nicht die absichtliche Vorbereitung eines Kriegs. Man bereitet sich natürlich vor für alle Fälle und dann hat man die ganzen Sachen, aber und dann entsteht ein gewisser Automatismus und das war immer das große Problem bei diesen Übungen. Wenn erst einmal eine gewisse Schwelle überschritten war, entstand ein Automatismus und das war auch weder von Papst noch sonst was, noch von sonstigen, nicht mehr aufzuhalten von Interventionen. Das war dann nicht mehr. Aber an der Spitze der Ukraine ausgewiesene Verrückte haben. Das muss man nüchtern und ruhig festhalten. An der Spitze des ukrainischen Regimes stehen Spieler, die bereit sind, alles Mögliche zu riskieren, die auch offen sagen, ja, wir riskieren einen Krieg. Die, wenn wir an einer der Hinterfrauen denken, Timoschenko, die Russen gerne mit einer Atombombe atomisieren wollte. Also wir haben es mit Partnern, das Partnern der EU übrigens, zu tun, die brandgefährlich sind, nicht berechenbar, wo in der jetzigen Situation keiner seine Hand ins Feuer legen kann, dass denen nicht einfällt, morgen irgendein dummes Zeugs an der russischen Grenze zu machen. Und da glaube ich, kann man die Russen, die sich bisher sehr vernünftig verhalten haben, sehr kühl und sehr vorsichtig, aber man kann ihnen nicht eine Grenzverletzung oder einen atomaren Schlag oder irgendwas zumuten und dann war es das dann für Mitteleuropa, wo wir gerade über Europa reden. Ja, Poroschenko hat ja gesagt, er habe keine Angst vor einem totalen Krieg mit Russland. Ja. Und das kann er natürlich nur sagen, weil er die USA im Rücken hat. Also Yatsenyuk, der Ministerpräsident und der Staatspräsident Poroschenko sind ganz eindeutig Marionetten Washingtons. Und die Auseinandersetzung in der Ostukraine halte ich nach wie vor für den gefährlichsten Konflikt. Im Moment sind wir ja auf Syrien konzentriert, haben wir die Ukraine ja gar nicht auf der Uhr. Aber ich glaube kaum, dass sich Russland auf eine Auseinandersetzung zum Beispiel in Syrien mit der Türkei einlassen wird, die ja ständig provoziert. Denn das würde ja zum NATO-Bündnisfall führen und Kiew ist nur 750 Kilometer von Moskau entfernt. Also das ist meines Erachtens nach wie vor der Brennpunkt und da liegt das Konfliktpotenzial. Das ist das Schachbrett, wie Brzezinski das gesagt hat. Und ich glaube, dass es wird ja kaum noch darüber berichtet. Aber das halten die Medien und die Politiker unter der Decke. Das kann jederzeit aktiviert werden, dieser Konflikt. Der Krieg setzt sich ja fort. Er hat ja nicht aufgehört. Ja, natürlich. Wir haben nach wie vor einen Bürgerkrieg. Kleiner, aber es gibt ihn noch. Würden Sie sagen, dass das Krieg ist? Bürgerkrieg, ganz sicher. Und da er im Hintergrund der verfeindeten Parteien
militärisch hochgerüstete Großmächte stehen, ist es vom Krieg wiederum nicht so weit entfernt, wie man bei einem Bürgerkrieg vielleicht vermutet. Aber auch Freiwilligenbataillone und Söldner, also hunderte von Söldnern, die da Krieg führen und morden. Herr Gellermann, ich möchte auf etwas kommen, was ich von Ihnen schon ein paar Mal gehört habe, aber von anderen Journalistenkollegen nicht, was mich aber sehr nachdenklich gemacht hat, weil Sie haben in diesem Punkt absolut recht. Sie sagen also, Deutschland als Mitverursacher und Starter des Zweiten Weltkrieges hat ja zahlreichen Völkern große Opfer beigebracht, den Franzosen zum Beispiel oder auch dem jüdischen Volk, und hat sich eben mit den entsprechenden Staaten ausgesöhnt. Man weiß genau, wo da die Schuld ist, und man würde nie auf die Idee kommen, das anzuzweifeln. Aber das Land, und wo man den größten Verlust beigebracht hat, die Russen mit 27 Millionen Toten, da geht man drüber hinweg, als hätte es das alles nicht gegeben. Womit bringen Sie das? Ist das eine verdrängte Schuld? Das ist doch verrückt. Eigentlich sollte man doch gerade gegenüber Russland besonders freundlich gesinnt sein, sagen, da ist ja noch eine Rechnung offen. Warum ist das so? Man muss als allererstes mal sagen, das ist in hohem Maße unanständig. Ein Nachbarland, auch wenn es ein bisschen weiter entferntes Nachbarland ist, in dem die deutschen Militärs und die Nazis gehaust haben wie die Schweine, das abgebrannt worden ist, bis auf die letzte Bauernkarte, in dem Millionen Menschen hingeschlachtet worden sind durch deutsche Armeen und deren Subsysteme, dem hätte man zumindest mit einer gewissen Höflichkeit und Freundlichkeit begegnen dürfen. Man muss nicht befreundet sein, aber ein bisschen, Anstand wäre in diesem Fall, ein klassischer, bürgerlicher, ordentlicher Anstand wäre in diesem Fall eingebracht. Dass das nicht so ist, dass es genau umgekehrt ist, liegt an einem Konglomerat von Gründen. Erstens, sage ich mal ganz offen, das würde, wenn man das anders wäre, immense Mengen Geld kosten. Stellen Sie sich vor, die Russen hätten auf derselben Grundlage ihrer Opferzahlen ähnliche Forderungen und Wünsche wie die Israelis. Mhm. Dann wären wir morgen am Tag pleite. Ja. Also um mal ganz klar und hart und brutal zu sagen. Weil in Israel, um bei dem Vergleich zu bleiben, da waren wir ja nicht mit Militärs. Da haben wir Menschen, die den jüdischen Glauben hatten, in verschiedenen Ländern Europas ermordet. Schlimm genug. Ja. Aber was wir in Russland angerichtet haben, war ja nicht nur der personale Schaden, sondern wir haben junge Industrien, ganze Dörfer, Reserven, Rohstoffe in einem Maße zunichte gemacht und ausgebeutet wie nirgendwo auf der Verbrannte Welt. Verbrannte Erde. Wie nirgendwo in der Welt übrigens vorher. Mhm. Erstens, es kostet Geld. Zweitens, wir haben eine sehr tradierte, schreckliche, tradierte Vorstellung, dass der Russe irgendwie ein schrecklicher Asiate ist, dem nicht zu trauen ist. Also Hitler hat das bereits gründlich ausgebeutet und hat es geschafft, den Deutschen in ihrer Mehrheit diesen Krieg als gesund, notwendig und nützlich zu erklären. Davon sind wir offenkundig bis heute nicht komplett runter. Nicht komplett runter. In der Bevölkerung, würde ich sagen, sind es große Teile anderer Meinung. Also die Begeisterung, Krieg gegen Russland hat sich nicht durchsetzen können. Nein. Deshalb haben wir gesehen, als die Ukraine-Krise ausbrach, ja, das waren ja die spontanen Reaktionen, auch die Reaktionen auf diese hasserfüllten Berichte in unseren Mainstream-Medien, ja, ARD, ZDF etc. Das war ja eine überwältigende Welle, und das kam eben von Leuten, also aus allen Schichten der Bevölkerung. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Entwicklung und gibt Grund zur Hoffnung. Da stimme ich zu, dass nach monatelangem Trommeln in den von Ihnen erwähnten Medien, dass der Russe sozusagen ein genuiner Feind ist, fast wie der Erbfeind vorher, die Franzosen, dass das noch nicht dazu geführt hat, dass sich von den etwa 60% bei Umfragen, die sich immer wieder gegen Auslandseinsätze aussprechen, dass das noch nicht wackelt, ist für mich ein Erstaunen. Also ganz erstaunliches Phänomen. Mhm. Ich bin da sehr dankbar meinen Nachbarn, mit denen ich hier in diesem Land zusammenlebe. Mhm. Aber ich halte das nicht für eine Ewigkeit. Aber würden Sie sagen, Herr Gellermann, Deutschland hat dazu gelernt? In manchen Fragen ja. Mhm. Wobei Deutschland ist für mich ein sehr schwieriger Begriff. Ich habe eine Neigung, mitten in der Nation, in der ich lebe, zwischen oben und unten zu unterscheiden. Ja. Oben habe ich nicht den Eindruck, dass so sonderlich viel dazugelernt worden ist. Sonst wäre ja diese Variante, eine NATO-Speerspitze gegen Russland zu gründen, das ist ja ein Ergebnis des Ukraine-Krieges etc., wäre ja nicht da. Unten haben nicht wenige Leute vieles gelernt. Mhm. Wie viel vermag ich nicht zu sagen, weil es auch schwer ist. Du machst diese Kiste an, ist ja das Gewohnheitsdroge der Deutschen,
ist ARD, ZDF Plus, ja. Den privaten, du machst diese Kiste an, du liest in den Zeitungen und dir guckt nun mal kontinuierlich seit Jahren eine Fratze namens Putin entgegen. Ja. Also wie man es schafft, einen vielleicht nicht so übersympathischen Menschen oder so, den sozusagen zum Teufel zu machen, das ist eine großartige mediale Leistung. Und wie lange da ein normaler Mensch in diesem Land dem widerstehen kann, weiß ich nicht. Mhm. Ich bewundere die aber alle. Das ist doch insofern gezielt, als man Russland als Machtfaktor in der internationalen Politik ausschalten will. Und zwar in der Person Putins. Das hat sich erst etwas gedreht, seit Putin in Syrien tätig geworden ist. Und es ja immerhin geschafft hat, dass es da zu Friedensverhandlungen kommt. Würden Sie von sich behaupten, Sie seien Putin-Versteher? Ja, ich bin auf jeden Fall Putin-Versteher. Verstehen muss man jeden, mit dem man zu tun hat. Ja. Ob man ihn mag oder nicht, ist eine andere Frage. Mhm. Nicht? Ja. Genau. Genau. Aber zu dem Punkt, Putin in den Medien verteufelt. Ich erinnere, im Jahr 2006, eine dieser alljährlichen Unsicherheitskonferenzen in München, bei der Putin eine Grundsatzrede gehalten hat. Sie erinnern sich, ja? Und dann ging es über 14 Tage, ging es in allen unseren Medien, ja, Putin will wieder den Kalten Krieg, etc., nur weil er die Wahrheit gesagt hat. Ja, was auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Unsicherheitskonferenz. Und dann wurde dann nach 14 Tagen, was ich vorher nicht wusste, wurde eine Umfrage gehalten, ja, Bertelsmann-Institut, ob die Bürger auch richtig gut gelernt haben, was man ihnen da beigebracht hat. Und interessanterweise, das Ergebnis wurde nur ganz klein in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht, sonst wäre ich überhaupt nicht, hätte ich gar nicht nachgeforscht. Und da hieß es nämlich, über 2/3 der befragten Bundesbürger haben gesagt, wo Putin recht hat, hat er recht. Ja? Und der Rest, ein großer Teil war eben neutral, wusste nicht, und dann etwa 17% sagten, ja, böse, böse, böse. Also schon damals war das so und offensichtlich gibt es hier eine Grundresistenz zum Glück bei den Bürgern in unserem Land gegen diese Russland-Hetze. Ja, da deutet es in der Pause an. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das ein bisschen anders. Sie glauben, das ist nur gespielt, man wartet ab. Nein, ich erlebe das eigentlich ständig nach Vorträgen oder Diskussionen, nach Lesungen. Wenn ich mich dann mit einzelnen Menschen unterhalte, kürzlich noch mit einer Richterin aus Norddeutschland, die sagte, Herr Bittner, ich stimme Ihnen ja zu, Sie haben das belegt, die Aggressionspolitik scheint nicht von Russland auszugehen, sondern von der westlichen Allianz, insbesondere von den USA. Aber ich mag Putin nicht. Das kommt ständig wieder. Das klingt mir nach. Also, als ob Putin Russland wäre. Er spricht natürlich jetzt viel. Ich habe noch eine Meinung zu Herrn Rupp. Eine andere Meinung. Also die Übernahme der Ukraine, im Grunde eine kalte Okkupation, die ist ja gelungen. Das war kein Flop. Da hat sich die USA durchgesetzt. Und das ist lange vorbereitet worden. 2004 gab es die Orange Revolution, ja, und man hat versucht, die Julia Timoschenko an die Macht zu bringen. Das ist ja zeitweise auch gelungen. Sie war mal Ministerpräsidentin. Und Frau Merkel hat sie, um in der Gegenwart anzukommen, hat sie ja auch dann mehrfach eingeladen. Hofiert. Auch Klitschko. Aber die USA hatten andere Pläne. Das wurde ja schon vor der Beendigung der Maidan-Revolte deutlich in einem Telefongespräch. Von Newland. Nicht widersprochen worden. Ja. Victoria Newland mit dem US-Botschafter in Kiew, Geoffrey Pyatt, dass sie sagte, unser Mann in Kiew ist Jets, also Jetsenjuk, sehr familiär ausgedrückt. Und nicht Klitsch. Ja.
Und damit war das diese Sache erledigt, insbesondere auch für Frau Merkel, nachdem sich Julia Timoschenko sehr abfällig gegenüber Putin geäußert hat. Das heißt, sie hat gesagt, sie wolle Putin in den Kopf schießen und die bösen Russen eliminieren. Da war dann die Freundschaft beendet. Aber die Ukraine ist im Grunde auf kaltem Weg übernommen worden im Verwaltungsrat von Burisma, einem großen Energiekonzern der Ukraine. Sitzt der Sohn von Biden. Joe Biden. Ja. Vom Vizepräsidenten Archer Hunter Biden und Archer, wie heißt er, der Wahlkampfmanager von Kerry. Ja, ja. Hat sich das ergeben oder? Ja, es sitzt auch der polnische Ex-Präsident Kwasniewski drin. Ja. Und die Ukraine, das wissen ja viele gar nicht, ist ein sehr großes Land mit, ich glaube, sie haben ein Drittel der europäischen Böden, die beackert werden können, die schwarzen Erden, weltberühmt. Das war auch die Kornkammer der Sowjetunion. Und die werden allmählich übernommen von Monsanto und ähnlichen Großkonzernen. Ja, Kargill. Die Ukraine ist, ich weiß nicht, ob das jetzt noch stimmt, der weltweit drittgrößte Maisexporteur und fünftgrößte Weizenexporteur. Und es sitzen in den Führungspositionen Marionetten der USA. Ich bin ja überhaupt nicht, wäre missverstanden. Ich werde dann ja auch angegriffen, ich sei Anti-Amerikaner. Also es gibt keine kollektive Identität. Ich habe Freunde in den USA und Norbert Birnbaum oder John Mersheimer, ähnliche Leute. Chomsky. Chomsky sind genau unserer Meinung. Aber und ich bin auch der Auffassung, dass wir ein gutes Verhältnis zu den USA beibehalten sollten. Aber ich bin dagegen, dass die USA Westeuropa sozusagen zu einem Amerika-Gebiet machen und dermaßen Einfluss nehmen hier auf Europa. Mir ist das einmal wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich sag ja, ich habe Romane geschrieben und dann möchte man in dieser Atmosphäre drinbleiben. Das muss man dann auch, um kreativ arbeiten zu können. Und da brauche ich keine emotionalen Ausfälle. Aber es ist etwas, Snowden saß angeblich in einem Flugzeug eines Staatspräsidenten, Evo Morales, Bolivien. Ja. Und Morales wollte nach Hause fliegen und er kriegte keine Überflugrechte in Frankreich, Spanien und so weiter und musste praktisch notlanden in Wien, wo das Flugzeug kontrolliert wurde. Ein eklatanter Verstoß gegen internationales Recht und der Aufschrei in der internationalen Presse und bei unseren Politikern blieb aus. Warum kriegte der keine Überflugrechte? Man hat sofort Einfluss genommen und das ist doch bezeichnend, wenn das möglich ist, auf Staaten, die angeblich souverän sind, dass sie ein Flugzeug nicht durchlassen. Da ist die Frage, sind die denn wirklich souverän, Herr Rupp? Ich muss noch mal darauf zurückkommen. Wir sind keine, in Europa sind keine Befehlsempfänger der Amerikaner. So einfach geht es nicht. Wir sind den Wünschen der Amerikaner sehr aufgeschlossen gegenüber. Wir wissen aber zu selben Zeit. Wenn Sie von wir sprechen, kann man das über Europa so gemeinsam sagen oder gibt es Staaten in Europa, die aufgeschlossener sind? Es gibt Staaten, die aufgeschlossener sind, je nachdem. Polen zum Beispiel. Zum Beispiel, aber das hat eher eine traditionelle Geschichte. Weil, ich würde Ihnen bis dahin auch gar nicht widersprechen. Denn ich möchte hier
einen Kernsatz nochmal zu der neuen Weltordnung zu bringen. General Brent Scowcroft, der war der nationale Sicherheitsberater von Papa Bush. Der war also... Sie sagen Papa Bush. Ja. Okay. Von Präsident Papa Bush. Ja. Und der kennt sich also genau mit dieser neuen Weltordnung aus. Er war ja schließlich derjenige, der die mitformuliert hat und mitgeschaffen hat. Und er sagte etwas sehr, sehr Gutes, was aktuell immer noch von Bedeutung ist. Wo auch immer US-Amerikaner mit anderen Ländern über Investitionsschutz, Marktzugang oder sonst was verhandeln, immer fällt der Schatten der amerikanischen Militärmacht auf den Verhandlungstisch. So. Das gilt damals wie heute. Das gilt damals wie heute. Jetzt drehen wir das mal um. Wo auch immer EU, Europäer mit anderen Ländern über Investitionsschutz etc. etc. verhandeln, fällt der Schatten der europäischen Militärmacht auf den Tisch. Nee, das ist Blödsinn, Quatsch. Aber die Europäer möchten gerne auch da im Boot sein. Mhm. Sie möchten da auch gerne ihren Anteil haben. Sie möchten auch einen militärischen Schatten werfen. Können sie aber nicht. Ja. Die Pläne, die hat es schon gegeben, und insbesondere nach Jugoslawienkrieg, wo die Amerikaner im europäischen Hinterhof, in dem sie selbst in Jugoslawien erstmal Ordnung schaffen wollten, das hat nicht geklappt, wissen sie selbst, aus welchen Gründen. Und dann wollten die Europäer ihre eigenen Schlachtgruppen, ihre Machtprojektionskapazitäten auf 6000 Kilometer von Europa ausweiten, etc., etc. Große Pläne, nichts davon oder so gut wie nichts ist davon geschehen. Also können sie nicht, möchten nicht, aber unsere großen europäischen Konzerne möchten in derselben Situation sein wie ihre amerikanischen Partner, unsere großen europäischen Banken, die Schlüsselbanken, die möchten genauso bei den internationalen Konsortien von US-geführten und über Wall Street organisierten Banken Abschlüsse mit anderen Ländern, möchten sie auch ihren Teil davon haben. Also Augenhöhe, wie Sie das selber sagen. Nicht unbedingt Augenhöhe, dann müssen sie ja, aber sie möchten Anteil daran haben, möchten mitbeteiligt werden. Und wenn man da... Aber der Hauptplayer, die Deutsche Bank, wird doch gerade fertig gemacht. Nein. Ebenso wie der VW-Konzern. Also niemand sagen, dass das von ungefähr... Weil das sind kleine Nadelstiche, um zu sagen, Moment mal, guck mal hier. Wir können auch anders. Ist doch nicht das Einzige. Das Gleiche ist mit der BNP, Banque Nationale de Paris, ja, mit den 10 Milliarden. Das ist alles, um zu sagen, wir können auch anders. Also hier in der Zeit, wo die NATO etc. mehr und mehr auseinandertrifft, ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl. Aber man kann doch nicht sagen, die Europäer sind damit zufrieden, nicht daran teilzuhaben. Und wenn man sich mit den Amerikanern nicht gut stellt, politisch gut stellt, ist man da draußen aus dem Geschäft. Wenn man in Südamerika... Das doch gar nicht. Bitte? Nein. Aber ich sage ja, deshalb braucht Washington hier kein Diktat in Europa, sondern sagen, es wäre gut, hilfreich, wenn man bla bla bla. Und wer regiert denn hier? Sind das die einfachen Leute oder sind es die Konzerne, die am meisten Einfluss haben auf unsere Politik? Sprachrohr sind die Medien, das sagte ich nicht ja vorhin. Nicht das Sprachrohr, wir sprechen davon, wie reale Politik gemacht wird. Sind es die großen Konzerne oder die großen Banken? Lieber verehrter Herr Rupp, also selbst wenn wir das Schema ein bisschen vereinfachen und sagen, Frau Merkel etc. ist auch nur ein Vertreter von Konzernen und Banken. Gehen wir aus von den Nationalen. Gehe ich aus. Müssen wir doch sagen, ich kenne keinen deutschen Kanzler, der so, auch keinen weiblichen, der so intensiv die USA als Freunde bezeichnet hat. Eine Terminologie, die es übrigens in der alten, vergangenen DDR gegenüber der Sowjetunion gab. Also es ist kanonisiert, dieser Begriff geradezu. Der ist für eine Frau, die aus der DDR kommt, dort nicht nur studiert hat, sondern auch FDJ-Sekretärin lange war, ist es geradezu eine Heiligsprechung, der Begriff Freunde. Und zwar unbeirrt, ob man ihr Handy abhört oder nicht, unbeirrt, ob man ihre Ukraine-Politik perfekt findet oder nicht. Das ist das Mantra dieser Kanzlerin. Und diese Kanzlerin ist einverstanden, eine Vertreterin
der Mehrheit der Bourgeoisie, der Großkonzerne, der Banken deutscher Art. Aber die müssen das ja wollen. Also ich bin sofort bei Ihnen da, wo Sie sagen, ja, die deutschen Wichtigleute, die deutschen Eliten hätten auch schon mal Lust zu widersprechen, hätten auch schon mal Lust, ein Stückchen vom Kuchen zu bekommen, hätten auch schon mal Lust, auf den Treppbrett zu fahren. Aber an dem Tag, siehe Ukraine, an dem die USA sagt, nö, du nicht. Du bist nicht dabei, wenn die Schwarzerdeböden vertickt werden. Du bist nicht dabei, wenn die Jobs in den Energiezentralen der Ukraine besetzt werden. Das, lieber Freund, liebe Freundin Merkel, das machen wir. An dem Tag ist Schluss mit lustig. Hört die kleine, schmale Souveränität dieses Landes und auch der EU selbstverständlich auf. Ich möchte, weil Sie über Merkel gesprochen haben, auf eine andere Merkel-Person kommen. Ein Völkerrechtler, FAZ, hat ja auch einen Aufsatz in der FAZ geschrieben. Reinhard Merkel, ja. Ja, über die Ukraine, nämlich Sezession oder Annexion. Also man muss ja sagen, dass wir heute auch über die Ukraine reden, hat natürlich damit zu tun, dass behauptet wurde, also da kam der böse Russe, Putin hat da im Hintergrund die Fäden gezogen und hat einfach das Land annektiert. Das ist ja ein Verbrechen. Der Völkerrechtler Merkel, aber auch Sie sehen es ja ein bisschen anders. Sie sagen, nee, das war eine Sezession und das steht sogar so in der amerikanischen Verfassung drin. Auch ein amerikanischer Bundesstaat könnte sagen, ich will mit Washington nichts mehr zu tun haben und darf das. Warum ist das dann dort nicht? Naja, weil es natürlich um Geopolitik geht. Also diese Krim war sozusagen historisch gesehen für 5 Minuten mal bei der Ukraine und davor ganz, ganz lange Teil sowohl erst der Sowjetunion als auch des zaristischen Reiches, also war russischer Boden. Die Leute, die dort leben, verstehen sich auch als Russen. Sie sprechen mehrheitlich Russisch. Wie übrigens etwa, also jedenfalls vor dem Bürgerkrieg, wie etwa die Hälfte der Ukrainer auch. Ja? So, was man mal erinnern muss zwischendurch. Sie haben sich als Russen gefühlt und hatten ein tiefes Misstrauen gegenüber der Regierung in der Ukraine, die, wenn sie nicht selber faschistisch war, mit Faschisten durchsetzt war. Dass ein Volk, das unter den Faschisten derartig gelitten hat, wie die Russen, ein solches Misstrauen hat, finde ich ziemlich normal. Ja, fände ich sogar für andere Völker normal. Aber gut, da ist noch ein spezieller Fall. Und da haben sie sich entschieden, in diesem Konfliktfall, den sie ja nicht herbeigeführt haben, den sie nicht mal unbedingt wollten, da haben sie sich entschieden, nee, da bleiben wir lieber bei Russland, da, wo wir herkommen. Ja. Kleine Ausnahme, Krim-Tatar ist aber ein Sonderthema, bin ich bereit, was zu sagen. Ja. Wird hochgespielt mit den Krim-Tataren im Moment. Ja. Man muss ja, das wird in den deutschen Medien ja auch nicht so beleuchtet, immer sagen, also erst gab es den Putsch in Kiew und dann gab es die Abspaltung. Ja. Das wird ja gerne verwechselt. Und dann sollte von Kiew aus die russische Sprache als Zweitsprache verboten werden. Nicht? Das haben die sehr schnell zurückgezogen. Aber ich meine, das ist sehr eindeutig mit der Sezession. Reinhard Merkel, ein Hamburger Jurist, hat das selbst in der FAZ geschrieben, die autonome Republik Krim hat sich abgespalten. Es fand eine Erklärung der staatlichen Unabhängigkeit statt. Über 90% haben in freien Wahlen für diese Unabhängigkeit gestimmt und autonome Republik Krim ist dann der Russischen Föderation beigetreten, hat einen Antrag gestellt, der wurde angenommen. Es ist auch nicht so, wie das teilweise dargestellt wird, die Russen seien einmarschiert auf der Krim. Die waren schon da. Ja. Auf der Krim gibt es den einzigen eisfreien Süßwasserhafen der Russlands. Und ich glaube, dass die NATO-Strategen und auch unsere Politiker doch nicht so naiv sein konnten, anzunehmen, dass Russland diesen Militärstützpunkt, diesen Kriegshafen, diesen Militärhafen aufgeben würde oder zulassen würde, dass daneben ein NATO-Hafen gebaut wird in der Ukraine. Mhm. Also der Konflikt war von vornherein angelegt. Ja. Und wenn man überlegt, dass zum Beispiel der NATO-Oberbefehlshaber Europa, Philipp Breedlove, ein Kriegshetzer, kann man sagen, der auch lügt. Selbst Frau Merkel und Steinmeier haben sich mal an ihn gewandt und ihn gebeten, sich zurückzuhalten. Da wurde zurückgepfiffen.
Also oder der Ehemann von Victoria Nuland, Kagan, ja, ein Präsidentenberater. Mhm. Also das ist eine Gruppe von Hardlinern, die hinter denen auch die Rüstungsindustrie steht. Da kann man den Eindruck gewinnen, dass die Krieg wollen. Und die Ukraine ist eben der Brandherd bis heute. Da könnte man ansetzen. Herr Bittner, lassen Sie uns mal in dem Thema etwas größer fahren, nämlich Kotau oder K.O., wie autark ist Europa? Das, was wir im Moment in Europa erleben, an, sag ich mal, Krisenherde kreiert wird, angeschoben durch Scharmützel, ausgeführt möglicherweise oder natürlich dann durch das Militär, dahinter muss man ja auch eine wirtschaftliche Entwicklung oder eben eine Nichtentwicklung sehen. Herr Rupp, ist das nicht logisch bei einem kapitalistischen System wie in den USA, was letztendlich vor dem Zusammenbruch steht? Die müssen einfach Land gewinnen. Das muss man sehen. Also wer bestimmt? Die Ökonomie bestimmt. Damit das gesamte Finanzsystem, damit die ganze Produktion sich weiter ausweiten kann, muss der wirtschaftliche Gegner einfach verschwinden. Wachstum um jeden Preis, Landgewinn, Krieg. Ich würde sagen, eher umgekehrt. Also wenn schon, dann müsste die Nachfrage steigern und dann müsste man neue Märkte erobern etc. Aber nicht mit den neuen Märkten alleine ist es ja nicht getan, was übrigens bei der Diskussion um die Ukraine immer zu kurz kommt. Da gibt es nämlich keine neuen Märkte, weil es keine Kaufkraft gibt. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, okay, 40 Millionen Einwohner sind noch in der Rest-Ukraine, die haben absolut kein Geld. Und das Land selbst ist ohnehin schon total verschuldet. Und wenn man dort die Nuklearkraftwerke oder sonst irgendwas haben will, dann muss man selbst viel da reinstecken. Der Bieter müsste die bezahlen. Also da ist nichts zu holen. Und an Rohstoffen außer der Schwarzerde. Sie einen kleinen Einspruch? Lassen Sie mich mal gerade noch ausführen. Ja. Außer den Rohstoffen, Schwarzerde oder Landwirtschaft. Das wird auch in anderen Medien immer betont, wie wichtig dort die Landwirtschaft ist. Aber welche Bedeutung hätte denn das in einer Assoziierung mit der Europäischen Union? Wenn die ukrainischen Bauern anfangen würden, das in die Europäische Union zu verschiffen, glauben Sie, die Franzosen etc. würden da alle jubeln? Nee, die würden bis an der Grenze dort stehen und das Ding zumachen. Also so einfach ist das nicht. Und Kohle, die sie hatten zur Spezial im Donetsbecken, die ist weitestgehend abgebaut. Das sind jetzt, ich habe das mal im Einzelnen untersucht, das sind nur noch Flöze 20 Zentimeter dick. Und Russland zum Beispiel wurde ja unterstellt, Russland wollte dieses Gebiet haben. Russland hat Flöze in den 10 solcher verschiedenen Stellen, wo man die bis zu 10 Meter Dicke abbauen kann, in Tagebau etc. Das sind alles. Die Ukraine hat keine Rohstoffe, an denen die EU interessiert ist. Die Ukraine hat keine Kaufkraft, entfällt also auch als Markt, mal abgesehen vielleicht für einige. Aber sie grenzt an Russland, von da ist sie natürlich geopolitisch interessant. Bitte geopolitisch. Ja, sie geopolitisch grenzt einfach an Russland. Geopolitisch, kann man seine Raketen dann grenznah aufstellen? Geopolitisch ist sie eigentlich nur für die USA interessant. Und in den USA wurde ja auch dieser Coup auch gerade geopolitisch auch diskutiert in den Thinktanks und ganz offen auch führende Politiker haben es ausgesprochen. Das war die Route, wortwörtlich, das ist unsere Retourkutsche für den von Putin vermasselten Krieg gegen Syrien. Mhm. Ich denke da an die rote Linie, die angeblich die syrische Regierung überschritten hatte, die Obamas rote Linie, in dem Giftgas eingesetzt worden ist. Mhm. Wie mittlerweile alle wissen, war das nicht die syrische Regierung, sondern das war eine falsche Flagge von einer dieser Halsabschneidergruppe. Mhm. Und allerdings wurde das damals von den amerikanischen sicherheitspolitischen Establishment als dann, vielleicht sollte man das kurz sagen, weil es absolut witzig ist.
der Rot, also witzig, wenn es nicht so traurig wäre, die rote Linie war angeblich überschritten. Und dann war Kerry, Außenminister Kerry, in London am nächsten Tag und sagte in London vor, ich glaube, es war also vor irgendeinem der internationalen Thinktanks dort. Und da wurde er gefragt, ob es denn keine Möglichkeit mehr gäbe, diesen Krieg zu stoppen. Und da sagte Kerry, leichtsinnig wie er da war, weil er dachte, das würde nie passieren. Ja, wenn Assad seine Chemiewaffen abgeben würde, dann bräuchten wir den Krieg nicht zu führen. Ja. Und dann sagte Lavrov, rief ihn dann an, okay, das können wir machen, ja? Und der rief die russische Regierung an und innerhalb von weniger als 24 Stunden war dann, ja, Assad gibt alle seine Chemiewaffen auf, unter internationaler Kontrolle etc. Und da war auf einmal die Luft raus. Und darüber war das amerikanische Establishment äußerst entsetzt und natürlich auch die Medien. Und alle fragten, was ist aus der roten Linie geworden, wenn jetzt ein amerikanischer Präsident sein Wort gibt und eine rote Linie zeichnet, da wird kein Mensch ihm mehr glauben. Da wird keiner der Vasallenstaaten mehr seine Sicherheit darauf bauen. Das ist also hochgefährlich. Und die wollten Rache und Russland dafür bestrafen. Und in dem Zusammenhang, ich sage nicht, Maidan ist deshalb passiert. Maidan war vorher. Das spielt ja keine Rolle. In dem Zusammenhang, nein, das ist ja nicht ursprünglich, dass Maidan deshalb passiert ist. Aber man hat dann Maidan so interpretiert, für uns ist Maidan, also die Ukraine jetzt, dass der Teil, mit dem ein Konflikt an der Grenze Russland, den wir nach, das war, dieses Bild wurde benutzt, indem wir das Feuer nach Belieben hoch und runter drehen können, falls sich die Russen anderswo in der Welt gegen unsere Interessen wenden. Das sehe ich auch so. Herr Bittner, warum haben Sie denn die Eroberung Europas durch die Ukraine, warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Sie haben damit ja nur Ärger an der Backe. Ja, ich war regelrecht wütend, emotional betroffen, als ich die Medienberichterstattung verfolgte über die Ukraine, über die Maidan-Revolte. Ich habe dann angefangen zu recherchieren, habe angefangen Artikel zu schreiben. Und kam zu dem Schluss, dass die Aggression nicht von Russland ausgehen, wie das immer dargestellt wird, sondern von der westlichen Allianz unter Führung der USA. Die NATO rückte immer weiter vor. Die baltischen Staaten klagten, die Russen werden kommen. Polen klagte, die Russen werden kommen. Völliger Blödsinn. Dann wurden auch in Rumänien und Bulgarien schwere Waffen stationiert. Russland wurde immer mehr in die Zange genommen. Und die westliche Militärmaschinerie baute sich an den Grenzen Russlands auf. Zugleich wurde gefordert, lautstark von führenden Politikern und auch von unseren Medien, Russland solle sich von den eigenen Grenzen zurückziehen. Ich dachte, was ist das denn? Die lügen sich ja in die eigene Tasche. Und da fing ich an, mehr und mehr zu recherchieren. Wie kam das denn im Kollegenkreis an, als Sie da eindeutig Position, also Gegenposition bezogen haben? Naja, ich muss sagen, dass ich zu der Literaturkritik in Deutschland immer wenig Zutrauen hatte und mich auch darum wenig gekümmert habe. Ich habe ja zeitweise immer monatelang im kanadischen Norden gelebt, im Yukon Territory, und habe mehrere Sommer lang mit einem Indianer Lachse gefischt. Der machte es kommerziell mit einem kleinen Riverboat mit drei Stellnetzen und einem Fischrad, das wir Ende Juni bauten. Jedes Mal das Eis hat alles wegrasiert, wir haben das aufgebaut. Ich lernte, dass man mit einem Rucksack mit 20 Kilo leben kann. Ja. Man ist zwar, um Ihren Begriff autark aufzunehmen, wirtschaftlich niemals selbstständig. Man braucht Mehl, man braucht Öl, man braucht Reis, vielleicht sogar einen Sack Kartoffeln, wenn man da hingeht. Wir haben manchmal 6 bis 8 Wochen die alte Goldgräberstadt Dawson City nicht mehr gesehen, von wo wir dann starteten. Und dann in einem selbstgebauten Blockhaus am hohen Ufer des Yukon
lebten. Und das waren einfache Menschen da. Das war so eine Gruppe von vielleicht 15 bis 20 Lachsfischern, die ihre Fische an eine kleine Fabrik in Dawson City, Jack London war da mal ein starker Trinker, hat seine Geschichten an der Theke aufgeschnappt. Also die lieferten das dann da ab. Und ich hab das sehr genossen, dieses einfache Leben, rauszukommen aus dieser verquasten Zivilisation mit diesen Problemen und diesen Intrigen, die da laufen, und dieser Kriegshetze. Also ich bin da regelrecht aufgelebt. Und mit der Literaturkritik wollte ich eigentlich nie was zu tun haben. Es heißt bis heute, Literatur habe nichts mit Politik zu tun. Meine Bücher, Hellers allmähliche Heimkehr, spielt an der Nordsee, ist ein Buch, ein politischer Roman, im Grunde über einen Journalisten, der sich querstellt. Und selbst mein Kurroman Schattenriss ist, es geht um eine Reise in die USA, unter anderem eine Fahrt um Manhattan herum. Man kann ja mit dem Schiff rumfahren und da wird diskutiert über Obama, der den Friedensnobelpreis gekriegt hatte und sich anders entwickelte, als man dachte. Und das wird von der herrschenden Literaturkritik in Deutschland nicht gutiert. Also wenn ich über die Leiche der DDR herfallen würde oder über die Stasi oder den KGB oder ein Buch, einen Roman schreiben würde, der sich in dieser Hinsicht orientiert, ja, dann würde ich wahrscheinlich Preise kriegen dafür. Ich meine, ich habe auch Preise gekriegt, insbesondere alternative Preise. Ja, ich habe mich dann intensiver mit der Politik beschäftigt und das hat mir ein bisschen auch die Ruhe genommen, muss ich sagen. Herr Bittner, wenn Sie sagen, Sie haben im kanadischen Yukon-Delta gefischt, das heißt, Sie haben das, was Zivilisation ausmacht, sehr stark reduziert und festgestellt, man kann mit sehr wenig leben. Trotzdem haben Sie gerade gesagt, so ganz ohne Zivilisation kommt man dann doch nicht aus, so super autark kann man nie sein. Man sieht dann eben auch, wie abhängig man ist, auf jeden Fall auf ein paar Dinge, ohne die man nicht auskommt. Was geht Ihnen eigentlich vor, wenn Sie sehen, dass wir in Europa zündeln und spätestens nach Jugoslawien ja nicht nur Krieg spielen, sondern auch Krieg machen, weil das würde ja den Verlust von Zivilisation bedeuten. Dazu bräuchten wir ja gar keine taktischen Waffen. Es reicht ja mit den klassischen Waffen, die wir heute haben, was ich, BASF anzugreifen oder ein Atomkraftwerk zu attackieren. Glauben Sie oder sehen Sie das so, dass wir mit den Errungenschaften der Zivilisation, mit allem Irrsinn, der da drin steckt, dass wir damit sehr leichtfertig umgehen, weil wir uns gar nicht vorstellen können, wie das ist, wenn man eben in einem Berlin groß wird, was aussieht wie zur Stunde Null? Ja, ich habe ja noch das Kriegsende als vierjähriges Kind erlebt mit ziemlich großen Schrecken. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Vergewaltigung, Totschlag, Mord. Aber, und habe dann als Flüchtling in Ostfriesland gelebt, bin ich aufgewachsen, wo der Bauer meiner Mutter und mir, als wir nach Falläpfeln fragten, mit der Mistgabel entgegenkam. Er lud gerade Mist auf und schrie, verdammtes Rucksackgesindel, mach, dass ihr vom Hof kommt, sonst lasse ich die Hunde los. Das heißt, als Flüchtling ist man auch da nicht willkommen, wenn man dieselbe Sprache spricht? Rucksackgesindel, nicht? Und das hat sehr lange gedauert, bis dann auch einzelne einheimische Flüchtlingsmädchen heirateten oder umgekehrt, wo Verschwisterung, Verbrüderung stattfand. Also der angeblich goldene Westen hat nie existiert. Ich denke schon, dass die Zivilisation, von Kultur will ich da gar nicht sprechen, dass diese Zivilisation, in der wir leben, auch sehr viele Vorteile hat. Ich bin immer sehr gerne, ich habe auch Mexiko bereist, war in Neuseeland. Ich bin immer sehr gerne nach Deutschland zurückgekommen. Schon allein, wenn man in der Wildnis lebt und sich Kaffee kochen will, muss man einen Baum gefällt haben, zersägt haben, Holz gespalten haben, Feuer angezündet haben, Wasser geholt aus dem Bach. Hier stelle ich den Kocher an und habe in 5 Minuten heißes, kochendes Wasser und kann mir Kaffee brühen. Oder ich drehe an der Heizung, es wird warm. Ein Badezimmer ist nicht zu verachten.
Das ist richtig. Ja, nach einer gewissen Zeit. Ja, so, ja, ja, ja. Eine heiße Dusche kann sehr wertvoll sein. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns diese Art von Zivilisation auch erhalten. Und die ist in Frage gestellt, meines Erachtens. Ich habe das vorhin schon gesagt. Ich war auch in den USA. Meine Frau kriegte nach einem einwöchigen Aufenthalt in New York Migräne. New York ist nicht unsere Stadt. Aber ich hatte immer den Eindruck, als ich da auf dem Schiff war und damals noch auf die Twin Towers schaute, auf Manhattan, das gehört da nicht hin. Ich sah also so vor meinem inneren Auge ein Rindenkanu mit Indianern den Hudson River herunterkommen und am Ufer standen irgendwelche Zelte und Bäume. Und wenn ich dann die Augen aufmachte, war da eine Häuserwüste. Denselben Eindruck hatte ich, als ich mal von Seattle nach Vancouver, Seattle, USA, Vancouver, Kanada, fuhr mit dem Bus. Dass die Häuser und viele dieser Menschen, ich hatte immer den Eindruck, die gehören da eigentlich nicht hin. Das ist ein ganz merkwürdiger Eindruck. Und da ich mich ja auch ein bisschen mit der amerikanischen Geschichte beschäftigt habe und mit kanadischen Indianern auch zusammengearbeitet habe, zusammengelebt habe. Wir haben oft am hohen Ufer des Yukon, übrigens nicht das Delta, sondern weiter vorn gesessen und diskutiert. Und das ist eine merkwürdige... Bitte? Hat das Ihren Blick auf Europa verändert? Ja, vor allen Dingen auch auf die USA. Also das haben ja schon James Fenimore Cooper, berühmter Schriftsteller, der nicht nur Indianerromane geschrieben hat, Lederstrumpf oder so, auch Gesellschaftsromane oder auch Herman Melville, bekannt durch Moby Dick, er hat auch andere Bücher geschrieben. Die haben schon die Gier und die Herzlosigkeit ihrer Landsleute beklagt. Daraufhin wurden die Bücher von Cooper in seiner Heimatstadt Coopersville, die sein Vater gegründet hatte, auf dem Marktplatz verbrannt. Und man drohte ihm an, wenn er käme, würde man ihn erschießen. Und Herman Melville musste, nachdem er sich kritisch geäußert hatte, sein Geld als Zollinspektor am New Yorker Hafen verdienen, weil niemand mehr seine Bücher kaufen wollte. Das Imperium strafte sie ab. Und so ist das bis heute. Jeder, der anderer Meinung ist, wird entweder den Kopf kürzer gemacht, kritisiert, diffamiert, gebombt. Und das beobachte ich nun schon seit Jahrzehnten mehr oder weniger. Die USA ist ja auch erobert worden. Es gab ja schon andere Menschen da, bevor die Siedler kamen. Und ich habe in meinem Buch geschrieben, dass die amerikanische Gesellschaft religiös fundamentalistisch fanatisiert ist, ein großer Teil. Damit meine ich nicht die Intellektuellen oder einen großen Teil der Mittelschicht, die durchblicken und das auch nicht gut finden, was ihre Regierung Kriegen inszeniert in der ganzen Welt. Aber eine religiös fundamentalistisch fanatisierte Gesellschaft, gibt es eine Wahlverwandtschaft zwischen Puritanismus und Kapitalismus. Ja. Und diese ökonomische Prädestinationslehre bis in den Kongress hinein, also das sind gar nicht so wenige Abgeordnete. Wenn Gott dich liebt, dann lässt er dich reich werden. Mhm. Das ist doch Wahnsinn, so etwas. Also Armut ist selbst verschuldet, aber vom Gott so gewollt. Natürlich. Mhm. Und die USA ist ein Pulverfass. Mhm. Gucken Sie doch mal genauer hin. Das wird uns ja verschwiegen, was sich da abspielt. Mhm. Aber die Mordrate, Drogenkonsum, Schulen, die keine Lehranstalten sind. Also 50 Millionen Menschen leben jeden Tag von der Stütze quasi, müssen mit Lebensmittelkarten zu ihrem Essen kommen. Wir bleiben in den USA, obwohl das Thema ja heißt, wie autark ist Europa, aber die Vereinigten Staaten und Europa haben ja miteinander zu tun. Herr Rupp, Sie haben mir im Vorgespräch zu meinem Erstaunen gestanden, dass Sie ein großer Freund von Donald Trump sind. Also nicht persönlich, aber Sie schätzen es und Sie wünschen sich, dass er das Amt des Präsidenten bekleidet, nicht Frau Clinton.
Ja, auf jeden Fall. Wenn meine Meinung dazu ausschlaggebend würde, dann von der von meinem Blick hier aus Europa. Ich spreche dann, kümmere ich mich nicht um die Innenpolitik von Trump oder eines amerikanischen Präsidenten. Das ist eine moralische Wertung und das ist eine eigene Sache, um die sich die Amerikaner selbst kümmern. Also Sie haben in europäischer Sicht, das wäre das geringere Übel für Sie? Das wäre absolut das viel, viel, viel geringere Übel als Clinton auf jeden Fall, aber selbst geringere Übel gegenüber Sanders. Denn Sanders hat sich alles, was er will, würde den Krieg in Syrien fortführen. Er würde an der bisherigen Außenpolitik, Kriegspolitik, würde Sanders nach allen bisherigen Stellungnahmen zu diesem Thema würde er gar nichts ändern. Mhm. Im Gegenteil dazu, noch vorgestern sagte Trump, dass sich Amerika weitestgehend aus der NATO zurückzieht, die Europäer und die Japaner und also nicht nur NATO, sondern auch überhaupt aus den globalen Positionen der USA zurückziehen. Ja, da ging es um die Kosten, nicht dass die sich militärisch zurückziehen. Moment. Sondern die Kosten sollten den Europäern aufgebürdet werden. Das ist doch gut so. Wir Europäer bringen das ja nie auf. Das wäre eine absolut positive Geschichte. Dass das nicht nur um die Kosten geht, ist die nächste Stellungnahme zum Krieg gegen den Jugoslawienkrieg, NATO-Angriff hat sich ja jetzt die Tage wieder gejährt. Ja. Und er sagte, das war ein ganz großer Fehler, Jugoslawien zu bombardieren und über einen Krieg gegen Jugoslawien zu führen, gegen ein Land, das mit uns im Ersten und im Zweiten Weltkrieg alliiert war. Aber sozialistisch orientiert war das einzige Land, das auf dem Balkan übrig geblieben war. Natürlich, das ist eine Sache. Wollte man weghaben. Für Trump spielt es keine Rolle. Er sagt, es war ein Fehler. Für Trump war der Angriff auf Syrien ein Riesenfehler. Sagt er ganz offen. Er betrachtet Russland auch als Freund. Genau. Für Trump, und das ist, glaube ich, sein allergrößter Verdienst aus meiner Sicht, Trump sagt, weil wir wissen es alle, aber in Amerika hat das noch kein einziger Politiker oder Journalist von Rang in den Mainstream-Medien gesagt. Er hat nämlich gesagt und behauptet das und sagt es immer wieder jetzt, dass die Bush-Junior-Administration das amerikanische Volk in den Irak-Krieg wissentlich hineingelogen hat. Ja, das wissen wir. Ja, wir wissen es. Die meisten Amerikaner wissen es nicht. Und dass hier jemand von Rang und so Präsidentschaftskandidat dieses Tabu der Neokonservativen absolut bricht, jetzt ist es öffentlich und wird weit verbreitet innerhalb der normalen republikanischen und darüber hinaus normalen Bevölkerung, das ist von außerordentlichem Wert. Also das wird hier wahrscheinlich unterschätzt. Syrienkrieg absolut wird sofort, er hat übrigens die Intervention der Russen begrüßt, hier ISIS, ja. Das ist der Feind, nicht Russland. Das sagt er jetzt, weil er noch kein Präsident ist, aber wir wissen doch, dass er... Nein, das hat er sofort gesagt. Und das große Problem, wie soll ich das sagen, die Neokonservativen, auch das gesamte sicherheitspolitische Establishment, selbst das der Republikaner, wir wählen lieber Clinton, denn die wird an dieser ganzen Chose nichts ändern. Trump, und da sehen wir es schon, ist, da gibt es den englischen Ausdruck, a loose cannon on the deck, also eine lose Kanone auf dem Deck eines schwankenden Schiffes, die alles kaputt haut. Und davor haben sie große Angst, dass er ihnen hier einen Strich durch die Rechnung macht, weil Trump in niemandens Tasche ist.
Trump hat eigentlich alles. Er ist bereits Milliardär. Er braucht nicht wie viele andere Kongressabgeordnete und später Präsidenten erst reich zu werden. Ja. Er hat alles. Diejenigen, die überhaupt die gesamte Rüstungslobby, von der hat er keinen Cent gekriegt und die Lobbyisten kommen auch nicht an ihn heran. Ja? Also hier spricht also sehr, sehr viel dafür, wählt Trump, kann ich euch nur sagen, wenn ihr eine Stimme hättet. Herr Rupp ist sehr interessant. Herr Kellermann, Sie, ich höre Sie die ganze Zeit schwer atmen. Nein, es ist... Sie sind, aber ganz ehrlich, okay, Sie müssen kein Trump-Fan sein, aber Hillary Clinton? Was würde es bedeuten, wenn Hillary Clinton, von wo ich übrigens ausgehe, wenn Hillary Clinton Präsidentin wird? Was bedeutet das für Europa? Wir reden über Europa, ne? Ja. Also wir reden nicht über die USA. Also ich finde, Trump muss gewählt werden. Weil Trump das Urbild des hässlichen, unangenehmen, blöden Amerikaners ist. Sie reden aus optischen Gründen. Blöd ist auch was Inhaltliches. Ne? So, also er ist ein Sturz, dämlich, ja? In vielerlei, außer seinem Geld verdienen, selbst dort ist er nicht der Gescheiteste. Nicht ausgebremst, sondern er würde das, was es natürlich zum Beispiel in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern gibt, eine Nähe zu den USA, würde er helfen zu zerstören. Ich fände es sehr angenehm, weil der ist ja nicht als Freund so richtig zu verkaufen. Mhm. Dazu ist er wirklich rundherum zu blöd und zu hässlich. Ja, so. Ja. Sehen Sie das Bild, er Hand in Hand mit Angela Merkel, roter Teppich? Sie wird große Mühe haben, mit ihm befreundet zu sein. Ich glaube nicht mal sein Hund ist mit Trump befreundet. Also von daher wäre er für mich ein Idealbild eines neuen US-Präsidenten. Tatsächlich ist Clinton, darauf zielt ja Ihre Frage in Wahrheit ab, ist die Clinton, man nennt sie ja nicht umsonst, Hillary, eine gefährliche Kriegstreiberin. Sie gehört zu den wichtigsten Schlüsselfiguren beim Einbrocken des Libyenkrieges. Ja. 55.000 Tote, ich will mal... Damals im State Department sich persönlich dafür stark gemacht, Gaddafi... Es ist in den USA wie üblich bei Wahlen. Erstens, man hat die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja? Also wenn ich da in den USA wäre, wüsste ich gar nicht, was wählen sollte. Ja? So. Und dann ist es so, ich erinnere an Birnbaum, vor der Wahl von Obama, der uns schon in der EU als eine relativ angenehme Alternative zu den bisherigen Präsidenten erschien. Mhm. Birnbaum hat, ein kluger Professor aus den USA, Politikwissenschaftler, hat gesagt, denkt doch nicht, dass einer, was er jetzt sagt, wenn er im Amt ist, vertreten kann. Auch der Präsident der USA entscheidet letztlich nicht die Politik der USA. Und das wird bei Trumpy ähnlich sein wie bei allen anderen auch. Aber er ist das Urbild des hässlichen Amerikaners. Das hilft. Ich würde das nicht so verabsolutieren. Ich gehöre genau zu denen, wie Sie eben gesagt haben. Ich habe immer das Wort benutzt, selbst wenn Mutter Teresa Präsidentin der Vereinigten Staaten werden würde, würde sich an der Politik nicht viel ändern. Nur bisher waren alle dieser Präsidentschaftskandidaten vorher ausgesucht vom Kapital, von den Lobbygruppen etc. etc. und die vielfältigen Verflechtungen und so weiter. Trump ist tatsächlich eine lose Kanone auf dem Deck. Ich habe heute Morgen noch mal die Zuwendungen gesehen aus den einzigen Industrien zum Beispiel, wer wie viel bisher bekommen hat. Eine Sondergruppe von der Rüstungsindustrie. In den Vereinigten Staaten ist das Gesetz, muss man das ausweisen. Da sind sie uns in Demokratie wenigstens noch ein bisschen voraus. Aber ganz, ganz oben, weit oben von allen Kandidaten, die angefangen haben, sich zu bewerben, Hillary Clinton. Ganz, ganz oben. Ja, Sanders kommt dann auch bleiben wir jetzt nur mal bei der Rüstungsindustrie und Finanzen. Sanders kommt dann an vierter oder fünfter Stelle. Trump an 17. Stelle.
von den insgesamt 19 Kandidaten, wo 17. Stelle heißt nämlich gar nichts. Die Kolonne war so klein auf der Skala, da konnte man sehen, gar nichts. Also da ist etwas, was die Elite nicht kontrollieren kann. Und deshalb sind sie ja so nervös. Herr Rupp, würden Sie sagen, wenn ich wissen möchte, wie das Wahlprogramm eines Kandidaten aussieht, dann muss ich mir angucken, wer den gesponsert hat und muss praktisch die Produktpalette des Herstellers dann lesen? Ja, im Grunde genommen geht es so. Ja. Mhm. Denn die treffen ja schon die Vorauswahl. Das amerikanische Volk kann ja nur noch die Leute wählen, die das Kapital schon vorher ausgesucht hat. Denn wer das meiste Geld hat, normalerweise, so läuft es normalerweise, nur diesmal ist es anders, wer das meiste Geld hat, kann die meisten Advertising kaufen. Ja, ja. Und Advertising ist das A und O in der weitgehend ungebildeten amerikanischen Wählerschaft. Ja. Im Fall von Trump ist, dass er am allerwenigsten für Advertising ausgegeben hat, aber nach einer Berechnung die meiste Publizität, kostenlose Publicity bekommen hat in den Medien, weil er, alle Leute sind interessiert, was hat er denn jetzt schon wieder für Hanebüchen? Die politischen Gegner werden ja immer gefragt, haben sie gehört, was Herr Trump gesagt hat? Ja, und alle jedes Mal, wenn die Leute, was hat denn Trump jetzt wieder gesagt? Mhm. Ja? Und bekommt also ständig kostenlose Werbung. Ein Direktor einer großen Rundfunkanstalt in den USA soll gesagt haben, der bringt uns Geld. Der bringt Einschaltquoten, der bringt uns Geld. Ja, aber ich sehe das anders als aber Sie. Nicht, ich aber sehe das mit Trump ganz das anders. Das wirkliche Geld, was und wo die wirklichen Profite sind, das sind tatsächlich in den Wahlkampfgeldern, die ausgegeben werden für Wahlwerbungen. Denn da gibt es keine Sonderkonditionen, das muss das Geld vorweg bezahlt werden, da gibt es also keine Abschläge, keine Prozente. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich mir die Summen angucke und gucke, wer da dann bezahlt, das sind doch lächerliche Beträge, die Goldman Sachs auch investiert, das ist doch albern, das ist doch ein Tagesgeschäft. Insgesamt, also bei den letzten Präsidentschaftswahlen hat die Finanzindustrie etwa eine halbe Milliarde Dollar ausgegeben. Also das sind nach deutscher Bankrechnung eine ganze Menge von Peanuts. Das ist so richtig. Herr Bittner, Sie sehen das mit Herrn Trump ein bisschen anders. Was würde das denn bedeuten, wenn Trump Präsident würde für Europa? Angeblich ist er ja deutschlandfreundlich, habe ich gelesen, und europafreundlich. Aber man muss bedenken, dass Trump, wenn er Präsident wird, auch den Finger auf den roten Knopf legen kann. Und er ist ein Chaot, das bestreitet ja niemand und vertritt, ich finde ihn sehr unangenehm, das, was er äußert, auch frauenfeindlich, aber das ist noch das Wenigste, auch politisch. Er bedient auch eine sehr rassistische Schiene, wenn ich nur an die Geschichte mit den 50 Bullets denke und die in Schweineblut getaucht werden. Und Norman Birnbaum, ein sehr anerkannter Politologe, US-Politologe, hat schon vor 1,5 Jahren gesagt über Obama, er sei ein Gefangener des Imperiums. Mhm. Das sehe ich auch nicht so nach dem, was ich von Obama gelesen habe, auch in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung. Mhm. Wir mit Gott und das Recht ist immer auf unserer Seite und wir sind die größte Nation, die einzige unverzichtbare Nation der Welt. Also auch Trump würde eingenordet werden, ja, den würden sie so hinkriegen, wie sie das haben wollen. Und das ist bei Obama ja auch passiert, der ist ja anders angetreten. Obama war eingebunden. Obama war von vornherein eingebunden, aber ich meine, er hat versucht, sich daraus ein bisschen zu lösen zu Anfang. Und wir haben dann tatsächlich festgestellt, er war kein Gefangener des Imperiums, also es ist... Das Schlimmste, was passieren könnte, ist meines Erachtens, da gebe ich Ihnen recht, wenn Hillary Clinton Präsidentin würde. Sie gehört mittlerweile zu den Hardlinern und ist auch eine Kriegstreiberin. Ja, und hält bevorzugt Reden für sehr viel Geld vor Goldman Sachs, hat da, glaube ich, insgesamt schon 10 Millionen Dollar eingenommen. Es könnte auch sein, dass sie dann die Ukraine weiter aufrüsten. Herr Rupp, ich möchte, weil Sie Ökonom sind, mal noch einen Schritt weitergehen. Ich habe ja schon den einen oder anderen Vortrag von Ihnen verfolgt, wo Sie vor allem sagen, wir reden über Europa, wir reden über die Vereinigten Staaten, also die USA. Aber wenn wir uns das mal auf der gesamten Weltkarte angucken, das ist doch eigentlich unter ferner Liefen. Warum sprechen wir nicht über China?
Ist das nicht möglicherweise der Grund, warum das im Moment in Europa so passiert, wie es passiert? Weil die Eliten in Europa, die Eliten in den USA sagen, wisst ihr was, dort spielt sich das alles ab, in diesem Teil Asiens. Das sind diejenigen, die Trends machen, die einfach vorangehen. Ich würde sagen, sie haben da schon Gespür für Entwicklungen, aber diese Entwicklungen sind noch sehr zaghaft. Sie sind definitiv da, dafür gibt es auch Belege, wie zum Beispiel bei der Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. Wo die Deutschen sehr massiv dabei sind, muss man dazu sagen. Wichtiger noch, das Land mit dem Special Relationship mit Washington, nämlich Großbritannien. Das war also trotz massiver Drohungen aus Washington haben die sich dieser Bank angeschlossen. Und das ist natürlich eine der ohnehin schon auf verschiedenen Ebenen laufenden Herausforderungen der amerikanischen Finanzhegemonie. Die am Bröckeln ist. Die ist am Bröckeln, haben sie durch eigene Fehler viel selbst dazu beigetragen. Sie sagen ja auch, die Vereinigten Staaten sind so schwach wie schon lange nicht mehr, oder? Ist so. Ja. Die waren früher viel stärker und deswegen ist der Kutau, den wir hier machen, völlig unnötig. Nicht ganz. Machen wir eine andere Büchse auf. Okay, machen wir sie kurz auf. Ich will mich auch dabei nicht allzu lange aufhalten. Schauen wir uns an. Die Europäer, also Deutschland, glaube ich, hat eine Bullion Bank in den Vereinigten Staaten. Bullion Bank, das ist die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank USA hat die gleichen Rechte wie die großen, wie zum Beispiel JP Morgan oder eben Goldman Sachs, die gleichen Rechte gegenüber der amerikanischen Zentralbank. Die Deutsche Bank USA kann also zu Nullzinsen zig Millionen, hunderte von Billionen, also Milliarden Dollar leihen, ohne Zinsen zahlen zu müssen. Sie kann sie rüber in Euros wenden oder in Japan investieren oder sonst wo immer sie es für richtig hält. Sie kann damit tun und lassen, was sie... Und das ist eine Sache, die sie hier mit der Europäischen Zentralbank zum Beispiel nicht machen kann. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Die BNP zum Beispiel auch. Das ist auch eine Bullion Bank in den USA. Und wenn die nun nicht spuren, diese Banken nicht spuren, dann wird ihnen der Hahn abgedreht. Die Deutsche Bank ohne Deutsche Bank USA, wäre die Deutsche Bank in Frankfurt schon längst pleite. Wie kritisch die Lage der Deutschen Bank hier ist, hat man ja gerade vor Monat, zwei wieder gesehen, wo das ein bisschen nur der kleine Spitze des Eisberges wieder zum Vorschein gekommen ist. Also man muss die Frage stellen, warum? Das geht doch, also die Finanzkrise hat ja auch die Deutsche Bank sehr gebeutelt. Das war ja keine Finanzkrise, sondern eine Bankenkrise. Und sie ist von den USA, von der Wall Street ausgegangen. Wir gehen jetzt von den Abhängigkeiten, von den weiter im Moment laufenden Abhängigkeiten ab. Und die Deutsche Bank kann ohne die USA und damit auch die Deutsche Bank Light, nämlich Interbanking verleihen, auch finanziert und die Liquidität von anderen Banken. Das sind alles Dinge, die in dem Ausmaß, wie sie notwendig sind, von der EZB, also der Europäischen Zentralbank, nicht geleistet werden. Aber Herr Rupp, und jetzt kommt, stelle ich Ihnen die Frage. Mir. Ja, ich stelle ich Ihnen die Frage. Wenn die Banken der wichtigste und mächtigste Industriefaktor in der Wirtschaft sind, sagen ja alle, glauben Sie, dann kann sich die deutsche Regierung gegen die Interessen der Amerikaner widersetzen, wenn das Überleben der deutschen Bank und damit der deutschen Finanzindustrie von dem Goodwill der Amerikaner abhängt? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und dann die zweite Frage,
Was wäre also das Beste, um diese Situation zu verändern, dass man nicht mehr von dem Goodwill der Amerikaner... Kann ich diese Frage beantworten? Ja? Wir brauchen ein demokratisches Geldsystem. Na, Verstaatlichung der Deutschen Bank. Das ist das, was wir brauchen. Genau. Dann wären wir zumindest einen Schritt weiter. Nicht sein, dass der Staat, also wir alle, dass wir unser Geld für den Staat, also für uns, dass wir zwar Steuern bezahlen, aber dass der Staat trotzdem das Geld gegen horrende Zinsen bei privaten Banken leiht. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Und wenn man eben sieht, dass das nicht mehr aufgeht, dann sagt man sich zum Beispiel aus hygienischen Gründen oder um das, wen auch immer auszutrocknen, soll das Bargeld abgeschafft werden. Das läuft ja so im Hintergrund, damit kein Bankenrun mehr stattfinden kann. Aber ich möchte... Also jetzt noch mal zu China, ja? Sie wollten wissen, diese Ich stelle China kurz zurück und komme nach Europa zurück. Okay. Und ich möchte noch auf das kommen, weil wir haben jetzt 2 Stunden rum und das habe ich ja am Anfang schon angekündigt, Position, Politik verstehen. Ich würde ab jetzt vielleicht darüber reden, Position, Politik verändern, weil wir haben hier sehr viele junge Menschen, auch bei KenFM ist so der Durchschnittsuser zwischen 25 und 35. Wir haben dann auch Ältere. Was ich aber sehr wichtig finde, gerade diese jüngeren User, nenne ich sie mal, die sind ja dabei, sich im Leben auszurichten. Und wenn die sich anfangen zu bilden, weil sie bei ARD und ZDF nur dasselbe bekommen, finde ich das wunderbar, um sich ihren eigenen Kopf zu machen. Sie haben ganz am Anfang gesagt, darüber haben wir gesprochen, Sie haben es im Vorgespräch gesagt, Sie glauben, Europa ist kaputt, Europa wird auseinanderfliegen. Das hat ökonomische Gründe, Sie haben Ökonomie studiert, mit 1 abgeschlossen, kennen sich wirklich gut aus. Sie sagen, um es grob zusammenzufassen, wenn wir verschiedene Länder haben mit unterschiedlichen Wirtschaftssystemen, die über diese Währung aneinander gekoppelt sind, ist es eine Frage der Zeit, wann uns das um die Ohren fliegt, ist eine Schönwetterwährung. Was würde das denn eigentlich für Europa bedeuten, wenn das passiert? Was heißt das für Deutschland? Was heißt das für Europa, wenn die Grenzen sind, jeder nur noch für den Exportweltmeister? Was bedeutet das? Kommt der Krieg dann nach Europa zurück? Nein, erstens wird sowas nicht von heute auf morgen passieren, sondern das wird graduell passieren. Was heißt das graduell? Graduell, dass sich... Schäuble, ein armes und reiches Europa. Ja, ohnehin ein haben wir doch jetzt schon. Also was würde sich da verändern? Das Einzige, was sich verändern würde, wäre, dass Griechenland wieder seine eigene Finanz- und Wirtschaftspolitik machen kann. Also man braucht keinen Euro, um die Binnennachfrage im Land für die Mehrheit der Bevölkerung wieder in Gang zu bringen. Also was Merkel sagt, stirbt der Euro, stirbt Europa, das sehen Sie anders? Das ist Panikmache. Das machen die Briten ja jetzt im Moment auch mit Brexit und Panikmache und wer bezahlt diese Werbung? Das sind ja im Grunde genommen Werbespots. Das ist wiederum die Industrie. Also für die Großkonzerne ist das natürlich sehr wichtig und sagen wir mal für die mittelständische Industrie auch. Wenn man einfach grenzüberschreitend ohne Veränderungen der Wechselkurse verkaufen kann. Herr Kellermann, ich möchte zu Ihnen kommen. Aber ist nicht nötig, ist nicht unbedingt nötig. Man kann das absichern. Herr Roper hat ja keine Probleme damit, wenn diese Art von Europa uns um die Ohren fliegt. Der wird es vielleicht anders nennen. Er sieht da eher einen positiven Effekt. Vielleicht wachen wir hart auf und sagen, okay, ich glaube, bei Ihnen ist es so, Sie sagen, wir springen dann hinter eine Dinge in Europa zurück, die wir nicht wieder hier haben wollen. Glauben Sie, dass wenn Europa uns um die Ohren fliegt, wenn es ein reiches und armes Europa gibt, wenn jeder wieder seine Währung einführt, seine Nationalwährung, ein neuer Nationalismus vielleicht möglicherweise kommt, dass wir dann wieder vor wirklichen kriegerischen Zeiten stehen? Dass es Verbünde geben wird, die Starken tun sich zusammen, um die Armen dann auszubeuten? Glauben Sie, dass das kommen wird? Erstens, ich glaube nicht, dass uns diese EU um die Ohren fliegt, weil diejenigen, die diese Maschine bedienen, zu viel an ihr verdienen. Deshalb wird sie nicht auseinanderfliegen. Mhm. Deswegen bleibt Griechenland auch in der EU? Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Ja. Zweitens, wenn die Menschen in Europa eine andere EU haben wollten oder aber auch souverän sein wollten, würden Sie es uns allen erzählen? Ich sehe keine Bewegung in der EU, die dafür steht. Keine einzige. Es gibt Ansätze, aber nicht durchgängig. Klar, wir wissen, wir haben Marie Le Pen, wir haben in Deutschland die AfD, wir haben Zuckungen dieser Art in Polen. Mhm. Und trotzdem gibt es keine ernstzunehmende große politische Bewegung von unten, wohlgemerkt, die sich sozusagen gegen die herrschende Bürokratie und die mit ihr verbündete oder von ihr finanzierte Oberschicht. Sehen Sie das nicht bei der Front National in Frankreich? Das ist doch... Nein. Das findet alles brav im Rahmen eines parlamentarischen Systems statt. Mhm. Man gibt seine Stimme ab, bekommt sie nie wieder.
Das ist auch bei Le Pen so, das ist nicht anders. Sobald die mal an den Fleischtöpfen sitzen, werden sie völlig andere Töne hören, da bin ich ganz sicher, weil es diese Bewegung von unten, weil es ist doch eine Wahlbewegung. Die denken alle, wenn ich die Marie wähle, dann macht die irgendwas Nettes für mich. Ja. Nein, das wird sie nicht tun. Mhm. Was die Leute nicht selbst machen, passiert nicht. Das ist eine historische Lehre aus den... Ja, ja, ja. Aber können Sie mir dann sagen, warum die Situation, wir haben den größten Niedriglohnsektor in Europa, die sogenannten Hartz-IV-Empfänger, auch interessant, ja. Warum tut sich denn nichts? Sind die Leute lethargisch? Gucken die, Deutschland sucht den Superstar? Was machen die Leute? Es ist so, dass es keine organisierende Kraft gibt. Es ist, also wenn Sie mal Arbeitslose beobachten, die länger als ein halbes oder sogar ein Jahr arbeitslos sind, die sind im Arsch. Im Normalfall. Ja. Winzige Ausnahmen. Die sind psychisch, manchmal auch physisch erledigt. Warum? Isoliert. Du kannst nicht mehr mit deinem Nachbarn mithalten. Ja. Du bist ghettoisiert durch Armut, um das ganz verknappt zu sagen. Ja. So. Spontan tut sich da wenig. Und die Apparate, die so etwas begleiten, anfeuern und organisieren könnten, von den Gewerkschaften angefangen, bis hin meinetwegen zur Linkspartei, die tun es nicht. Es gibt mindestens zu wenig, die bereit sind, normalen Menschen zu organisieren, mit denen überhaupt zu reden, auf deren Bedürfnisse unmittelbarster Art einzugehen. Selbst die Parteien, die eigentlich dafür stehen, also die Linken zum Beispiel, Linkspartei, kriegt das nicht gebacken, die großen Massen auf die Straße zu bringen. Dabei müsste sie eigentlich abfischen, wenn man sich die Situation anschaut. So ist es, aber wir sind uns ja hier am Tisch oder sogar wahrscheinlich hier im Raum einig, es gibt keine Massenbewegung. Der sozialen Art. Es gibt keine soziale Massenbewegung. Es gibt eine winzige kleine Ausnahme. Es ist eine interessante Erscheinung. Wir haben eine sehr erfolgreiche außerparlamentarische Bewegung gegen das TTIP hinter uns. Ja. Bisher. Ja, ja. Das ist im Moment meine einzige große Hoffnung, dass sozusagen von unten was kommt, wo es ein Bedürfnis gibt, sich für die eigenen Interessen einzusetzen, gegenüber der Bevormundung sowohl der Großkonzerne als auch der USA zu werden. Wenn da jemand bereit und willens wäre, an diesem wichtigen politischen, massenpolitischen Thema weiterzustrecken, noch mehr zu bewegen, das könnte Änderungen herbeiführen. Denn da sind wir auch mit diesem Thema nicht alleine in der EU. Mhm. Es gibt auch in anderen Ländern Leute, die sagen... Herr Gellermann, wo sind denn die Gewerkschaften? Oder erinnern Sie sich noch an die SPD? Von welcher Partei reden Sie gerade? Da gab es mal so eine mit einer Arbeiter. Was ist denn da los? Die Sozialdemokratie hat sich mit Schröder selber verkauft. Das ist auch eine ganz interessante Figur. Auf der einen Seite eine relative Unabhängigkeit gegenüber den USA. Er hat sich dem Irakkrieg verweigert. Ja. Dafür kann man ihn loben. Dafür kann man und gerne und lange. Und auf der anderen Seite zugleich ein Sozialabbau, auf dem sozusagen Frau Merkel heute schwimmt. Sie setzt ja nur fort, was Schröder eingeleitet hat. Ja. Wer so in der Art und Weise seine eigenen klassischen Wähler, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich kenne sozusagen meine sozialdemokratischen Freunde und Kumpels, wer derartig seine eigenen Wähler in die Pfanne haut, verrät, warum sollen die ihn wählen? Mhm. Die Wähler dieser Art bleiben zu Hause, in Mehrheit, Ausnahmen bestätigen die Regel. Sie gehen nicht mehr zur Wahl und wer nicht mehr zur Wahl geht, denkt ja er hat die Politik aufgegeben, was Unsinn ist, er könnte noch viel mehr tun, aber das ist ein verbreiteter Unsinn. Mhm. Was ist mit der Friedensbewegung? Die Friedensbewegung ist die älteste oppositionelle und außerparlamentarische Bewegung, zumindest in Westdeutschland. Die DDR ist ein Sonderfall. Und sie hat auch immer noch große Verdienste. Ich bin der festen Überzeugung, dass die hier mehrfach erwähnten 60% nach wie vor, 60% Ablehnung von Auslandseinsätzen, dass die auch ein Resultat einer alten, starken Friedensbedingungen ist. Das ist nicht sozusagen nur von selbst. Bewusstsein muss man immer auch von außen ranführen. Und das hat sie getan, die Friedensbedingungen, da liegen ihre Verdienste. Sie ist im Moment einer Lähmung verfallen, die entsetzlich... Auch ein Streit von innen. Ja, einer Lähmung verfallen, die entsetzlich ist und die daran liegt, dass irgendjemand vor 2 Jahren, glaube ich etwa, erfunden hat, es gäbe eine Querfront zwischen Linken und Rechten, man dürfe sozusagen von der Friedensbewegung nicht mit anderen Leuten, die friedensbewegt sind, aber das falsche Parteibuch oder das falsche Glaubensbekenntnis haben, mit denen dürfe man nicht zusammenarbeiten. An dieser bis heute wirkenden Frage ist die deutsche Friedensbewegung dabei, kaputt zu gehen. Sie ist nicht kaputt. Wir haben in Berlin gerade 2000 Leute auf die Straße. Ist nicht großartig für so eine große Stadt, aber 2000 sind auch Holz. Ja? So.
Ich möchte an der Stelle erwähnen, 10.06. Rammstein. Da ja. waren letztes Mal 2.000, sollen jetzt 10.000 sein. Ich kann alle nur einladen, ja, da hinzukommen. Ja. Also da ist die große Chance sozusagen, sich selbst zu ermächtigen. Mhm. Der einzelne Mensch muss sich selber ermächtigen und er tut es am besten gemeinsam mit anderen. Das kann bei Demonstrationen sein. Ich kann mir auch andere Gelegenheiten vorstellen, bei denen man sowas tun kann. Hinzufügen. Sie sagten eben, sie ist befallen. Die Friedensbewegung ist gelähmt, befallen. Das ist so etwas, als wäre das irgendwie so gekommen. Ich sehe da Absicht dahinter. Ich sehe System dahinter. Und weil das ausgerechnet, die wurde ausgerechnet befallen von diesem Virus, sagen wir mal Querfrontvirus, zu einer Zeit, wo die meisten Leute auf die Straße gehen wollten, nämlich als die Ukraine-Krise heiß wurde. Und da kommt ausgerechnet aus linken Kreisen, kommen dann, oh, das sind Faschisten, verkappte Rechte, mit denen darf man nicht demonstrieren und. Da frage ich mich doch, wer steuert diese Leute? Sind das nun wirklich Linke noch? Interessante Frage. Ich wünsche, wir hätten einen guten Beweis, dass Frau Ditfurth zum Beispiel Geld genommen hätte. Aber wir wissen es nicht. Solange wir das nicht beweisen können, dürfen wir es noch nicht behaupten. Aber man kann ja auch seine eigenen Überlegungen anstellen. Ja, klar, ja? Und wenn man sich überlegt, welche Anstrengungen die Bundesregierung und die bundesdeutschen Dienste gemacht haben, um zum Beispiel die NPD zu unterwandern, bis in die obersten Führungsspitzen. Das ist belegt sogar vom Bundesverfassungsgericht mit entsprechenden Belegen. Ja. Dann wäre es naiv zu glauben, dass nicht auf der anderen Seite genauso... Nichts. Und das wurde gegen die NPD gemacht, obwohl die NPD zu keinem Zeitpunkt eine echte Gefahr weder für den Staat, für die Regierung, noch für den außen- oder innenpolitischen Spielraum der Regierung dargestellt hätte. Nur ganz einfach potenziell möglich. Die Friedensbewegung, die könnte tatsächlich eine echte Gefahr für die außenpolitische Entscheidungsfreiheit der Bundesregierung sind. Ja. Denn sie sprachen eben von 60% plus minus, sprachen wir... Da reicht ein Funke, um da Leute... Wenn man nur ein Teil dieser Leute auf die Straße ging, dann wäre das eine, ja, die könnte nicht mehr ignoriert werden. Ja. Ja? Ja. Und da sollen die Dienste nichts tun. Ja, da muss man sich doch hinterfragen. Ohne jetzt, man soll nicht davon hüten, jetzt der arbeitet dafür oder jeder Dritte abzählen. Nein, so einfach geht es nicht. Aber man muss hier auch Klartext sprechen. Das ist organisiert und von außen hineingetragen. Das sehe ich auch so. Wir können gar nicht so viel Verschwörungsfantasie haben, wie die Verschwörungsleute praktizieren. Lassen Sie uns einen Begriff aus der klassischen Polizeiarbeit wählen. Das ist eine Ermittlungshypothese. Ja, ich habe die Vermutung und die wird durch Erfahrung bestätigt, dass Organisation, das ist nicht nur die Friedensbewegung, die sich kritisch zur augenblicklichen Politik verhalten, dass sie unterwandert werden. Mhm. Erfolgreich, muss man dazu sagen. Also systematisch, was Herr Rupp ja auch angedeutet hat. Ich war am Friedenswinter beteiligt, ich habe da mal einen Vortrag gehalten und ich habe festgestellt, plötzlich kommen Einwürfe, die gar nicht dazu passen, von Leuten, die ich gar nicht kenne und die da auch gar nicht so bekannt sind. Und da habe ich eben den Eindruck gehabt, das wird nicht gewünscht. Und es sind überall Parteimitglieder, also bis in die Linke geht das doch hinein. Da fragt man sich doch manchmal, sind das noch Linke oder wo zu welcher Partei gehören die? Was sagen die denn da? Ja. Und deswegen weiß ich auch nicht, Sie sagten, zur Wahl gehen, wen sollen wir im Moment wählen? Also ich habe keine rechte Antwort darauf. Und was auch ins Gespräch gebracht wurde, Volksabstimmungen,
Naja, dann hätten wir wahrscheinlich bald wieder die Todesstrafe. Nicht? Also das sind ganz heikle Geschichten. Ich plädiere natürlich auch dafür, dass die NATO aufgelöst werden sollte. Die hätte schon 1989, Anfang der 90er Jahre, als der Warschauer Pakt aufgelöst wurde, zugunsten eines gesamteuropäischen Verteidigungsbündnisses, einschließlich Russlands, aufgelöst werden müssen. Wäre das für Sie ein erster Schritt, dass Deutschland sagt, so, wir sind jetzt mal neutral? Deutschland wird es nicht schaffen, neutral zu sein. Das ist schon zur Adenauer-Zeit verhindert worden. Mhm. Natürlich würde ich das begrüßen. Ich würde auch begrüßen, dass die Ukraine neutral bleibt. Mhm. Das wäre doch eine Lösung. Ja. Nicht? Warum zerrt man an diesem Land herum? Das wird ja zerrieben jetzt zwischen diesen Interessen. Mhm. Aber wir müssen uns von dieser Aggressionspolitik, unsere Politiker, von dieser Aggressionspolitik der USA emanzipieren. Wir müssen uns aber auch von dieser Angela Merkel emanzipieren. Gute Idee. Ja, wer kommt danach? Das weiß ich. Also, haben die Parteien? Nein, ich weiß nicht, ich persönlich, das ist ja bekannt, glaube nicht unbedingt mehr an die Partei, die immer Recht hat, als einzigen politischen Faktor, der es dann richten wird. Das hören wir ja auch ganz oft, wir merken es ja auf unserem Portal auch, dass die Leute dann riesige Fans nicht mehr von den Grünen sind, sondern total enttäuscht alles auf die AfD jetzt setzen, wo ich da sage, es ist auch nur eine Partei und die Partei kann dein Leben nicht ändern, du musst dein Leben schon selber ändern. Aber ich stelle eben auch fest, ich glaube gar nicht, dass es ein deutsches Phänomen ist, dass der Wähler sagt, ich möchte so bleiben, wie ich bin und die Politik soll den Rest um mich herum ändern. Das ist ja auch so eine Illusion in der Demokratie, dass ich an meinem eigenen Leben arbeiten muss und das haben wir nicht gelernt. Also ich bin kein Fan von Angela Merkel. Ich stelle aber fest, dass die Parteien es verabsäumt haben, über Jahrzehnte eigentlich schon, Nachwuchskräfte zu fördern. Die werden doch zum Teil weggebissen. Hm. Wer kommt denn hoch heute? Opportunisten, Schleimer, unfähige Leute, die in der Parteikarriere ihre einzige Chance sehen. Mhm. Ja. Und was kommt denn dabei raus? Dabei kommt diese unwürdige Politik heraus, mit der wir es jetzt zu tun haben. Aber wo ist denn die Frage in die Runde, wo ist denn die außerparlamentarische Opposition, die ja hervorragende Bedingungen eigentlich hat? Erstens glaube ich, dass sie auf der Straße sehr viele Menschen ansprechen können, die sehr unzufrieden sind mit dem, was Deutschland in der Außenpolitik macht, die unzufrieden sind mit wir schaffen das, weil man nie die Gründe für die Flucht anspricht. Und wir haben ja auch die Möglichkeit, eben über das Netz zu uns zu organisieren. Auf was wartet denn die außerparlamentarische Opposition? Ja, gibt es sie noch? Warum gibt es sie nicht? Das ist die Frage. Also ist doch eigentlich alles da. Die Leute treffen sich doch in den Chatrooms und tauschen Katzenbilder aus. Ja, aber wenn man weiß, es gibt ja jetzt, also das BKA-Gesetz war der erste Schritt. Und jetzt gab es ja die Einführung des Bundestrojaners. Also theoretisch ist das so, wenn Sie eine Demonstration anmelden, dann könnte es sein, dass Sie den Bestand des Staates gefährden. Insbesondere, wenn es dann zu Auseinandersetzungen vielleicht mit der Polizei kommt. Und sie können sowieso abgehört werden. Also der Wissenschaftler Josef Foschepoth Freiburger Wissenschaftler, hat ja schon vor Jahren in einem Buch geschrieben, dass Verträge bestehen, auch mit der USA. Das kann abgehört, jeder kann überwacht werden. Ja, G10-Gesetze. Das ist legal sogar. Also wer engagiert sich denn noch, wenn er damit rechnen muss, dass er berufliche Probleme kriegt, dass er vielleicht diskriminiert wird, diffamiert wird? Und das ist doch ein schleichender Prozess. Aber die Wut, die da doch am Tisch sein müsste und die auf der Straße sein müsste, Herr Gellermann, wird die umgesetzt in Kaufkraft, indem man sich individualisiert? Die Leute, die richtig sauer sind, die trinken heute nicht nur einen Red Bull, die kaufen sich auch einen Selfie-Stick? Na gut, das ist natürlich ein Teil. Das ist natürlich ein Teil der gut funktionierenden Ablenkung. Also es gab ein wunderbares Theaterstück, das hieß Shoppen und Ficken. Ja. Wenn man Ficken jetzt noch durch die Pornoindustrie ersetzt, dann haben wir zwei ganz wesentliche Ablenkungsmechanismen in den entwickelten Ländern. Ne? Du kannst dir ja scheinbar alles kaufen,
wie das entstanden ist, dass es so billig ist. Das willst du nicht mehr wissen, warum deine Jeans bei H&M nur noch 17 Euro kosten und was der Baumwollpflücker in Marokko dafür bekommen hat, das willst du alles nicht wissen. Du hast deine Jeans für 17. So. Das ist ein Teil davon. Damit werden wir auch länger leben, weil jeder wäre ja bekloppt zu sagen, ich zahle jetzt mal 28 Euro für dieselben Jeans. Das können ja auch viele nicht, nein, muss man dazu sagen. Nein, kommt erschwerend hinzu. Aber ich wiederhole und bestehe darauf, TTIP, die Bewegung gegen TTIP, ist ein Anfang und eine Möglichkeit, eine Chance. Ob wir das schaffen, wird man sehen. Mhm. Aber da steckt natürlich zum Beispiel eine gute Portion des sogenannten Anti-Amerikanismus drin. Ist das so? Ja, aber ich war auf dieser wunderbaren Demonstration in Berlin dabei und war ganz begeistert von den vielen anti-amerikanischen Schildern und Sprechgehören. Es hat mir sehr gut gefallen. Wir wissen, wenn wir anti-amerikanisch sagen, dass wir nicht den normalen Amerikaner meinen. So, es gibt eine tiefe Wut, das ist ja in den Chatrooms genau zu sehen, darüber, dass man, dass die Bundestagsabgeordneten, die dieses interessante Abkommen lesen dürfen, es aber nicht darüber erzählen dürfen. Das ist schon, ne, so. Sehr demokratisch. Ja, na, so, es gab auf dieser Demonstration und für mich im Moment die interessanteste aus der parlamentarischen Bewegung auch den Beginn, demokratische Rechte einzuklagen. Mhm. Also, so fängt's an. Ob und wie es weitergeht, wird man sehen, hängt von uns allen ab. Mhm. Aber der Keim ist da. Und es ist so bei den Deutschen, es ist ganz merkwürdig. Es gibt bei uns zwei wesentliche Schnittpunkte in der historischen Entwicklung. Der eine war die Revolution 1919, die Novemberrevolution. Das hat einen langen, blutigen, bitteren Krieg gebraucht, bis es eine Zahl von Menschen gab, die gesagt haben, nee, jetzt wollen wir nicht mehr, jetzt ist auch Schluss. Wir wissen, was rausgekommen ist, so ganz doll war es auch nicht, aber es war ein wichtiger erster Schritt, sie sind dazu fähig. Aber wie jedes Volk ist man immer nur an historischen Momenten fähig, solche Leistungen zu erbringen. Der nächste Moment war die friedliche Revolution in der DDR. Mhm. Da hat die Mehrheit der DDR-Bürger, ich bin übrigens zu der Zeit durch die DDR gereist, Juli 89, durch alle Oppositionsgruppen, da hat die Bevölkerung der DDR gesagt, nicht mehr mit uns. Sie hat übrigens nicht gesagt, nicht den Sozialismus, auch interessant. Ja. Die Barbara Boley noch vor meiner Kamera, die sagt, wir waren für einen besseren Sozialismus. Ja? Ja. So, egal. Also, haben Sie damals Angela Merkel im Widerstand erlebt? War ich zu weit weg anscheinend. Ja? Oder sie war zu schnell. Aber es ist schon so, dass dort ganz viele Leute sich riskiert haben. Wie 19 haben sich auch 89 ganz viele Leute riskiert, in dem Bewusstsein zu sagen, das geht nicht mehr. Und das ging auch nicht mehr. Es war so. Die DDR war verschlissen aus vielerlei Gründen. So, solche Momente gibt es immer wieder mal. Ja. Wann der nächste kommt für die Deutschen, weiß ich nicht. Mhm. Dass er kommen sollte, müsste, weiß ich genau. Und das gilt natürlich nicht nur für die Deutschen, sondern es gilt auch für andere. Eine winzig kleine Anmerkung. Zurzeit setzen ja nicht wenige Leute auf die AfD. Und wer das Vergnügen hatte, wie ich, drei AfD-Programme, jetzt auch den jetzigen Entwurf, hintereinander zu lesen, der weiß, was da zur NATO steht. Das steht da zur NATO? Da steht zur NATO drin, dass man das eigentlich so weitermachen soll wie bisher. Auf keinen Fall austreten. Steht nachdrücklich und deutlich in allen drei Programmen, die ich kenne, drin. Wer das nicht drin hat, wenigstens im Programm, wenigstens im Lippenbekenntnis, dass er raus will aus der NATO, der will sich auch nicht von den USA abkoppeln und der will an diesen Dreckskriegen, die wir jetzt in Serie seit 1990 erleben, wieder anscheinend nicht vorbeikommen. Ich wollte noch etwas sagen. Wir hätten ja nach den letzten Bundestagswahlen eine Alternative gehabt. Ich habe damals mit meinem früheren Freund aus Göttingen, Thomas Oppermann, gesprochen. Auch mit meinem früheren Freund Gerhard Schröder, mit dem ich zusammen Jura studiert habe in Göttingen. Sie sind immer noch befreundet? Mit Schröder korrespondiere ich ab und zu, aber das ist ein bisschen einseitig von der Argumentation her. Und Oppermann wohnt ein paar Häuser weiter und mit dem komme ich schon lange nicht mehr klar, was ich sehr bedauere. Der ist auch anders angetreten, als er jetzt ist. Ja, was ich sagen wollte, die SPD hat sich sozusagen der Frage verweigert, den Bundeskanzler zu stellen. Die SPD, die Grünen und die Linke hätten die Möglichkeit gehabt, eine Mehrheit herzustellen im Deutschen Bundestag und den Bundeskanzler zu wählen. Und die
Argumente, die ich dann gehört habe von führenden SPD-Politikern, waren, die Link will doch aus der NATO raus. Ich sage, ja, natürlich, selbstverständlich müssen wir raus. Ja, aber das geht doch nicht. Und also es kamen scheinheilige Argumente, um sich der Verantwortung, so sehe ich das heute, zu verweigern. Können Sie sich Sigmar Gabriel jetzt als fähigen Bundeskanzler vorstellen? Ich nicht. Es wäre der deutsche Trump. Naja, nee, das sehe ich anders. Aber, das ist mir zu billig, aber ich bin übrigens kein SPD-Mitglied, das will ich sagen. Ich bin parteilos. Aber ich finde... Aber Sie sind nicht unparteiisch. Nein, das merken Sie ja, dass ich Stellung beziehe. Und ich finde das auch sehr wichtig. Das kann man nicht jedem zumuten, auch insbesondere jungen Leuten. Ich habe neulich mal etwas satirisch, Sie wissen ja, ich schreibe auch Satiren, jüngeren Journalisten mit Familie empfohlen, sich von prekären Themen fernzuhalten, wenn sie einen Job behalten wollen. Mhm. Nicht? Ist natürlich im Grunde die falsche Empfehlung. Nur, was sollen denn diese Leute machen? Hm. Nicht? Hm. Ich hätte eine Idee. Ja, sagen Sie. Ich glaube, wenn ich das Wort autark, selbstständig, wenn ich das in Deutschland umgesetzt sehen möchte, dann reicht es heute nicht mehr auf ein Ereignis zu warten. Ich glaube, man muss das Ereignis schaffen. Und ich glaube, der 10.6. könnte so eine Möglichkeit sein, weil ich zum Beispiel denke, Rammstein sollte man schließen. Da sollte man... hingehen, weil in unserem Gesetz steht da drin, vom deutschen Boden soll nie wieder Krieg ausgehen. Jetzt wird Angela Merkel sagen, die Drohnen sind ja gar nicht am Boden, die fliegen ja oben drüber, wird sich so auslegen, kann man sagen. Aber wenn man sich überlegt, wenn wir über Terror reden, was da an Kollateralschäden jeden Tag entsteht, und wir wissen ja auch heute, dass zwei Bundeswehroffiziere im Rammstein arbeiten, und wenn die Bundesregierung sagt, sie weiß es nicht, lügt sie entweder oder sie ist so doof, dass sie nicht weiß, wo ihre eigenen Leute arbeiten. Also von daher müsste man das machen. Und ich glaube, das wäre ein entscheidender Schritt auch für die deutsche junge Bevölkerung, sagt dazu. Hier haben wir es mit einem Täter zu tun, und ich weiß das, ich bin also Mittäter oder ich kenne den Mittäter, das ist die Bundesregierung, und ich mache den Laden dicht, indem ich da so massiv davor bin, dass man ihn nicht mehr anfahren kann. Also das wäre für mich so, dass wie die Mauer muss weg, das Rammsteingitter muss weg, das muss man hier, Konversion, das muss man umbauen. Das wäre für mich so ein Ereignis, wo man sagen kann, das würde, glaube ich, nach TTIP den Leuten Hoffnung geben, nämlich wir haben den wichtigsten amerikanischen, die wichtigste amerikanische Airbase außerhalb der USA, haben wir als Deutsche geschlossen, weil wir es wollten. Das bedeutet autark, das bedeutet auch autonom, und da ist es mir dann egal, wie das der Obama findet. Wir haben es einfach getan. Das wäre ja, was. Herr Jepsen, danach müsste dann die nächste Demonstration in Büchel stattfinden, natürlich, wo Atomraketen Amerikaner stationiert sind. Sicherlich weit. Herr Bittner, Sie machen jetzt noch mal ein Fass auf. Vor ein paar Tagen gab es einen Film in der ARD, Was von Kriegen übrig bleibt, von Karin Leukefeld. Da ging es eben auch um das Vermächtnis im Irak von den Alliierten. Amerikaner und Briten waren dort ja tätig, Deutsche nicht unbedingt. Aber da ging es eben auch um die Wirkung von Uranmunition, die dort dann ihr Werk vollzieht, wo es jede Menge missgebildeter Kinder gibt. Unglaubliches Leid, weil Sie von Atomwaffen sprechen. Ich finde ja sowieso, nicht nur Depleted Uranium, sondern Atomwaffen an sich sind allein die Existenz ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil es Leute tötet, die noch gar nicht auf der Welt sind. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie man, man muss ja gar nicht die aktuelle Schlagkraft von Nuklearwaffen heute kennen, die werden ja immer kleiner, werden immer effektiver, diese Mini-Nukes, ja, die haben aber eine größere Wirkung als Hiroshima, da sind sie mehr so eine Mega-Nukes. Für mich ist es morgens immer schwierig, weil ich immer an Abel Archer denke. Ich mache das Fenster auf, es ist noch hell, aber es hätte auch dunkel sein können. Also die Frage, die ich mir stelle, wie Menschen, die davon wissen, was in Büchel passiert, und da wird ja auch modernisiert, wie die morgens zur Arbeit gehen können, obwohl sie diese Waffen dort wissen, weil sie genau wissen, ob die benutzt oder nicht benutzt werden, das ist gar nicht in unserer Macht. Also letztendlich, das entscheidet die Regierung, das entscheidet Washington, und mir verkauft man das als nukleare Teilhabe. Also ich werde da sehr, sehr wütend. Ja, was sollen die Menschen machen? Nicht zu Hause? Sie sollten auch, ja, das sollten. Sie sollten eine Woche zu Hause bleiben. Ja, eine Woche. Ja, meinetwegen auch zwei Wochen. Ja. Aber das ist doch immer die Frage, wovon wollen die leben? Von Hartz IV dann? Also
Ich sehe das etwas anders. Ich bin ja ursprünglich Jurist gewesen, habe kurzfristig auch sehr erfolgreich als Rechtsanwalt gearbeitet. Und mir wurde ziemlich bald klar, schon nach dem ersten Staatsexamen, nach dem Referendariat und dem zweiten Staatsexamen, das ist ja ein langer Weg sowieso, dass ich da nicht weiter mitmachen wollte. Ich sage immer etwas satirisch, wenn ich gefragt werde von Studenten, zum Beispiel, Herr Dr. Bittner, warum haben Sie nicht einen vernünftigen Beruf wie Rechtsanwalt oder so ausgeübt, weiter ausgeübt und sind Schriftsteller geworden? Wäre heute übrigens so nicht mehr möglich. Nicht? Die Verhältnisse haben sich geändert. Aber ich habe das seinerzeit geschafft, durch Literatur und Publizistik eigenständig zu leben. Aber wer hat diese Möglichkeit, nicht? Auszubrechen aus diesen Zwängen der Gesellschaft? Ich darf Sie zu Ende zitieren. Sie haben gesagt, Sie konnten kein Rechtsanwalt werden. Sie hatten zu viel Respekt vor dem Recht. Ich hatte ein zu ausgeprägtes Rechtsbewusstsein. Ja. Ja. Aber was wäre, Herr Bittner, weil wir uns in den letzten Minuten der Sendung befinden und Politik verstehen, heißt auch Politik verändern, Lösung. Was ist denn Ihr Rat an die jüngere Generation, die 25 bis 35? Abwarten bringt ja nichts. Wenn ich da überhaupt einen Rat geben kann als älterer Mensch, dann würde ich sagen, wir müssen jeder für uns unsere Glücksmomente behalten und pflegen. Das können wir auch in dieser Gesellschaft, die nicht die beste ist. Und man muss sich politisch engagieren. Und sei es, dass man eben nach Ramstein geht oder nach Büchel, sich aktiv an der Friedensbewegung beteiligt, vor allen Dingen sich informiert. Und dazu gibt es neben den sogenannten Leitmedien, die ja irgendwie besetzt sind, nicht? Da habe ich immer den Eindruck, die kriegen von irgendwelchen obskuren Agenturen oder aus dem irgendeinem US-Ministerium Vorlagen, die sie nachbeten. Machen die alle freiwillig, sie brauchen die nicht. Das machen die. Ja, aber die Fakten werden ihnen schon geliefert. Dass, jetzt ist eine Taskforce in Brüssel gegründet worden, die soll sich dagegen wenden, dass Russland Europa und Deutschland destabilisiert. Mit seinen Medien. Also ich habe vor mehreren Jahren schon geschrieben, die Fakten werden verkehrt. Ja, das haben die offenbar gelesen. Ja, ja. Also sie drehen das jetzt um, Russland greift Europa an. Ich meine, ist doch eindeutig, wer baut die Militärmaschinerie an den Grenzen Russlands auf, wer hat die Ukraine destabilisiert, seit Jahren da gewühlt. Aber was ist Ihre Alternative? Sagen Sie, also wünschen Sie informieren, sich jetzt, zivilen Ungehorsam, wie wichtig ist das? Bitte? Ziviler Ungehorsam. In Deutschland ist ja zum Beispiel der Generalstreik verboten. Ich würde mich mal drüber hinwegsetzen. Oh Mann, wegen. Ich habe nichts dagegen, das muss jeder für sich ausmachen. In dieser Gesellschaft besteht, so wie sie sich jetzt entwickelt hat, auch mit diesen ganzen Möglichkeiten der Geheimdienste, Einfluss auf die Einzelmenschen abzuhören und so weiter, ist das natürlich mit einer persönlichen Gefährdung verbunden. Ja. Und insofern muss das jeder für sich entscheiden, ob er das auf sich nehmen will. Also es ist furchtbar, wenn man das so sagen muss, aber ich bin auch für zivilen Ungehorsam. Ich habe das des Öfteren praktiziert. Nicht? Ja. Die Frage ist immer, wer kann sich das leisten? Nicht? Wenn Sie ein Haus abzahlen müssen als Journalist, Sie haben zwei Kinder, Ehefrau, ein Auto, das müssen Sie alles bezahlen. Und dann opponieren Sie gegen Ihren Vorgesetzten, fliegen Sie raus. Ich habe das erlebt, also die zweimal, dass Redakteure, die etwas gemacht haben, was dem Besitzer einer Zeitung nicht gefiel, der auch Herausgeber der Zeitung war, die wurden fristlos entlassen und haben 3 oder 4 Jahre vor dem bis zum Bundesarbeitsgericht klagen müssen. Ein mir bekannter Journalist, mit dem ich so gut bekannt war, der hat auch von mir Artikel veröffentlicht, dann später nicht mehr. Der saß nach 4 Jahren an seinem Arbeitsplatz wieder, weil das Arbeitsgericht die fristlose Kündigung widerrufen hat. Aber er war schlohweiß geworden. Nicht? So hat ihn das mitgenommen.
Und das können Sie nicht jedem Menschen zumuten. Mhm. Ne? Herr Kellermann, Sie sind ja nicht umsonst ausgestiegen aus den klassischen Produktionen als Dokumentarfilmer. Sie haben ja für den SFB und den ORB lange gearbeitet und für den Senat auch, wenn ich richtig informiert bin. Sie haben ja nicht umsonst Rationalgalerie gegründet. Lebt man davon ganz gut oder sagen Sie eigentlich nicht, aber man fühlt sich besser? Das Letzte. Also ich fühle mich deutlich besser als in der Zeit, als ich sowohl für die klassischen Sender als auch für den Berliner Senat gearbeitet habe. Davon leben kann ich nicht. Ja. Ich muss es Gott sei Dank auch nicht. Ja. Ich habe eine passable kleine Rente, ja, die knabbert sich so durch. Und ich bin sehr froh, dass ich diesen Zwängen nicht unterworfen bin. Allerdings muss ich sagen, was die Frage Zivilcourage anbelangt, ich war, als ich vor mehr als zehn Jahren die Rationalgalerie gegründet habe, also eine Wutgründung, eine Anti-Schröder-Gründung gegen diesen Neusprech in den Medien, wo Reform plötzlich hieß, wir kriegen alle weniger Geld. Ja. Da war ich noch munter beim Berliner Senat angestellt. Ja. Das habe ich halt durchgestanden. Das hat natürlich ein bisschen Nerven gekostet, aber das muss man eben, Sie haben es gesagt, man muss das für sich entscheiden. Ich habe für mich entschieden, ihr kommt nicht mal mächtig, ich lasse mich nicht auf Dauer für dieses Drecksystem einspannen und habe sozusagen neben meiner täglichen Arbeit ein bisschen Nachtarbeit noch gemacht in Form der Rationalgalerie. Hm? Herr Jepsen, haben wir noch so viel Zeit, dass natürlich. Ich mal etwas zu den Wirtschaftssanktionen noch sage und den Folgen, gravierende Folgen. Also es sagen selbst führende Wirtschaftsanalysten, zum Beispiel der Chefanalyst der Bremer Landesbank, Volker Hellmeier, oder ein Finanzexperte, Investor Matthias Westmann, im Fokus sogar. Sogar im Handelsblatt ist man da. Ja, ja. Dass die Folgen viel schwerwiegender sein werden, als das die Statistik zurzeit aussagt oder als unsere Politiker, die ja kaum darüber sprechen. Nicht? Für diese Analysten wird die Achse Moskau-Peking-BRICS gewinnen. Und die belegen das auch mit Zahlen. Also Chefanalyst der Bremer Landesbank sagt zum Beispiel, man hat in diesen Ländern vom Westen die Nase voll. 1990 hatten diese Länder einen Anteil von 25% an der Weltwirtschaftsleistung. Heute stehen sie für 56%. Die sind also enorm im Kommen. 85% der Weltbevölkerung gehören zu diesen BRICS-Staaten. Und sie kontrollieren ca. 70% der Weltdevisenreserven. Wachsen im Durchschnitt 4-5% im Jahr. Es wird immer gesagt, also die wachsen überhaupt nicht oder die sind auf dem absteigenden Ast. Das stimmt alles nicht. Das ist wahrscheinlich Wunschdenken. Und sie bauen alternative Organisationen zum IWF und zur Weltbank auf. Ja. Und wenn wir uns davon abkapseln, also durch diesen Cordon Sanitaire, wie der George Friedman das genannt hat, diesem eisernen Vorhang von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, wenn wir Russland außen vor lassen, das bedeutet, dass wir uns selber enorm schaden und das wird uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer deutlicher werden. Nur unsere Politiker reagieren bisher überhaupt nicht darauf. Herr Rupp, Sie haben das Schlusswort in dieser Sendung, KOTAU oder K.O. wie autark ist Europa. Auch wenn Sie sagen, diese Art von Europa wird es so lange nicht mehr geben. Was raten Sie denn jetzt dem einzelnen Europäer, was er tun kann, um das Ganze so zu beeinflussen, dass ihm der ganze Laden nicht um die Ohren fliegt? Was würden Sie denn tun, wenn Sie 25-jährig wären, hätten eine Freundin, die ist gerade schwanger? Zuallererst möchte ich noch etwas zu dem Begriff Reform sagen. Das erinnert mich nämlich an eine kleine Anekdote. Ich kam gerade aus dem Gefängnis, im offenen Vollzug war ich ein halbes Jahr, wo man dann an Wochenenden nach Hause kommt. Und als ich ins Gefängnis ging, war unsere Tochter 6, also sie war gerade so nach 7 Jahren 13 und im Gefängnis, Nachrichten und Zeitungen
hatte ich auch dieses Problem, habe ich mich jedes Mal geärgert, wenn ich diesen Begriff Reform gelesen habe. Und dann wollte ich mal wissen, wie das dann draußen ankam. Bei einem Spaziergang dann mit meiner Tochter fragte ich, was hältst du eigentlich von, woran denkst du, wenn die Leute von Reformen reden, ja, in den Nachrichten und so? Da sagte sie mir ganz einfach, ja, wenn man jemand was wegnimmt. Da war ich ganz ruhig, da wusste ich Bescheid, das war. Man muss dazu sagen, Sie sind mit einer englischen Frau verheiratet, die auch politisch denkt und erzieht. Das muss man und, dazu sagen. Und wie gesagt, da war die Welt für mich wieder in Ordnung. Zumindest Familien, in der Familie. Da hätte man gesagt, Reform, das ist doch ein Fernsehformat bei RTL. Sowas hätte es solche Antworten jetzt auch gegeben. Was raten Sie dem 25-Jährigen, der eine Freundin hat, die ist gerade schwanger? Na, was ich dem unbedingt raten möchte, weiß ich nicht. Also das ist mir zu riskant. Aber ich würde jedem, der hier ist und der kann, sich erstmal empfehlen. Ich glaube, der Einzelne kann nicht viel erreichen. Und im Moment habe ich das Gefühl, sind noch viel zu viele Einzelne, die vielleicht heute Abend mehr zusammengekommen sind, glaubt man. Aber in der Bevölkerung sind noch viel zu viele Einfache, die irgendwie ein dumpfes Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt und dass man was machen muss, aber die auch wiederum nicht genau wissen, was zu machen ist. Das sind Vereinzelte. Und teilweise auch vereinzelt, ja. Mhm. Und ich würde ganz einfach jedem empfehlen, der auch seine Freunde, Bekannte etc., sich selbst ihnen auch empfehlen, sich doch mal mit der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung zu beschäftigen. Nicht erst mit 1919 anfangen, sondern ein bisschen früher vorzugehen. Welche Gedanken, welche Sachen schon versucht worden sind, bis eben auch hin zur DDR. Sie sagten eben, zitierten die Bulley, ja, die sagten, wir wollten Einen besseren Sozialismus. Also am Sozialismus selbst war nicht der Stein des Anstoßes, aber eine bessere Ausführung. Und vielleicht sollte man, kann ich auch jedem nur mal empfehlen, sich mal anzuschauen, was ist denn vielleicht an der DDR auch rettenswert gewesen? Welche Sachen gab es denn dort? Nicht nur die Ärztehäuser, die mittlerweile mehr übernommen werden, oder auch das Schulsystem, das zum Beispiel von Finnland übernommen wurde. Und weshalb Finnland, das weiß natürlich auch kaum jemand, weshalb Finnland bei diesen internationalen Vergleichen als Nummer eins abgeschlossen hat. Ja? Und all diese Dinge, vielleicht sollte man sich ganz einfach mal schlau machen. Mhm. Und auch immer unter dem Aspekt, dass Menschen ohne nicht ein Grundelement von Klassenbewusstsein, dass wir auch als Arbeiter, Angestellte, also wir etwas bewegen können, ohne das wird nichts erreicht. Herr Rupp, Herr Bittner und Herr Gellermann, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Es war ein hartes Thema, Kotau oder K.O., wie autark ist Europa? Schauen wir mal, was draus wird. Ich hoffe, wir sehen uns alle am 10.06. in Rammstein. Sie tragen sich den Termin ein. Ich würde Sie dorthin bringen und auch wieder zurückfahren. Okay. Und karrieretechnisch haben Sie ja eh nichts mehr zu verlieren. Ja? Vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe von Position, Politik verstehen. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für alle, die hierher gefunden haben. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.